morgen ging es schon los, erstmal zur 1. Mai-Demo rennen. Wir danach. Starten hier jetzt Hangout. Ja, Leute, wir starten jetzt den Hangout. Ich begrüße mal recht herzlich die Runde. Und es geht heute ums Thema Cannabis-Medizin in Österreich und Deutschland. Und wir werden heute einfach einmal aufklären, die ganzen Hintergründe, das ganze Thema, die Beschaffung, einfach von A bis Z, was einfach in der ganzen Sache dahinter steckt. Und wir haben auch super Gäste und ich würde einfach einmal sagen, ich lasse einfach einmal die Gäste anfangen, sich zum vorzustellen oder soll ich mich als Moderator erst vorstellen? Was würdet ihr sagen? Würdet ihr anfangen? Soll ich anfangen? Na, wir gehen doch durch am besten mal, war okay. Der ist schon am Sprechen. Okay, ja. Okay, ich bin der Tom Cocky, mich kennt man aus Facebook, ich war aus Seiten, ich bin auch volllegal EU, bin auch Ansprechpartner von der Steiermark, ich bin auch selber Cannabis-Patient, nehme schon seit 2 Jahren ca. Tronabinol, habe einen schweren Bandscheibenvorfall und mehrere kleine Krankheiten leider und bin auch in Pension, schon das 3. Mal und möchte jetzt einfach schauen, dass einfach mehr weitergeht in der Sache und dass einfach so mal die Schulmedizin einfach ein bisschen weggestoßen wird vom Thron und dass man einfach wieder was Besseres machen draus kann. Okay, super. Ich würde einfach mal sagen, fangen wir so in der Runde an. Tom, willst du gleich anfangen? Dass du dich ganz kurz vorstellst? Ja, ich habe jetzt leider kurz, kennst du mich hören? Ja, super. Hallo? Ja? Ja, ich habe jetzt leider keinen Ton gehabt, ich habe die ganze Zeit probiert, dabei hat mein Mikrofon irgendwas, entschuldigt, um was geht es jetzt da? Ja, wir machen jetzt einfach einen Hangout quasi, wo wir aufklären eigentlich, alles über Cannabis medizinisch. Ich habe schon ein bisschen, haben wir zwei ja schon geschrieben und ich weiß ein bisschen was von dir und ich glaube, du bist jetzt ja auch Tronabinol-Patient, oder, in Österreich? Ja, Tronabinol-Patient. Genau, und wieso hast du Tronabinol einfach kurz und gegen was hilft es da und wie ist die Wirkung für dich oder gegen was hilft es da? Ich habe mit Krankheit nennt sich Knorpelschwund. Bei mir bauen sie die Knorpeln extrem schnell ab und das ist vor allem in der Wirbelsäule ein starkes Problem, wo die ganzen Bandscheiben schon kaputt sind und ziemlich starke Schmerzen auch ab dadurch und ja, seit 13 Jahren, wo 13 Jahren im Rollstuhl sitzt und seit 5 Jahren nehme ich Tronabinol und mir geht es damit wieder viel besser als ich vorher. Ich habe vorher schon sehr starke Schmerzmittel gebraucht und ja, was willst du noch wissen? Wie bist du zum Tronabinol gekommen? Ins Krankenhaus Mistelbach, die Schmerzambulanz, so hat mir das verschrieben. Und wie war es mit der Kostenübernahme? Ja, ich habe mir es zuerst selber zahlen müssen, bis dann die Krankenkasse im gesehen hat, mir geht es besser damit. Und dadurch haben sie noch ein Jahr um dumm streiten, haben sie es doch bewilligt, dass die Kosten übernehmen. Und was hat sie verbessert von den Medikamenten anstatt, nimmst du jetzt das Tronabinol für Morphium statt Morphium oder? Naja, ich habe die Opiate, ich hab's, wie heißt sie? Morphium oder Dramal, Tramadol? Nein, ich bin jetzt blöd. Wir heißen die Hüdal. Ja. Die habe ich vorher 32 Milligramm schon gehabt. Und wie jetzt mit dem Drohner bin, wieder runtergekommen auf 8 Milligramm. Boah, ja, das ist super. Das ist super, ja, das ist sehr viel Unterschied. Und okay, ja, super. Wir werden noch später ein bisschen weiter diskutieren, auch drüber, über die Schwierigkeiten und über die Beschaffung und alles. Ja, vielleicht
Und Dennis, bitte, und kennst bitte Ihr Mikrofon auf ausschalten. Ich hau es uns da, Tom, dein schaltet jetzt gleich aus. Und Dennis, würdest du dir bitte gern vorstellen? Ja, also ich bin Rakas, beziehungsweise Dennis. Ich bin Forentroll so ein bisschen im Hangout-TV-Chat von Andreas. Ja, und ich troll mich im Endeffekt so ein bisschen durch die Google-Hangouts hier so mit, wo ich die Links abgreifen kann und versuche so meinen Senf bei allen Sachen so ein bisschen dazu abzulassen, weil sonst macht's ja keiner. Ja, sicher, ne? Auf jeden Fall. Es ist jede Meinung gern gehört. Und so, bist du selber auch noch Cannabis-Patient oder selber irgendwelche Erfahrungen oder so irgendwie? Naja, sagen wir mal so, ich bin der typische Spaßpatient, würde ich mal sagen. Also, ich bin im Endeffekt durch Spaß an Cannabiskonsum gekommen. Mittlerweile hat das irgendwie einen Stellenwert in meinem Leben eingenommen, den ich nicht mehr missen möchte. Und daher, ja. Okay, ja. Also mir geht's, ich habe das Gefühl, mir geht's deutlich besser mit als ohne. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Ich habe ja die Meinung irgendwie, dass Cannabis ja irgendwie ein Ausgleich ist. So mal abschalten und vom Arbeitsstress und vom Alltag und so, naja, ja, irgendwie einen medizinischen Effekt, sage ich mal. Naja, ich sag mal so, ich habe ziemlich turbulente Zeit in letzter Zeit so durchgehabt. Die letzten anderthalb Jahre waren ziemlich interessant in meinem Leben. Und ich denke schon, dass mir Cannabis auf jeden Fall geholfen hat, diese Zeit unbeschadeter zu überstehen, als ich sie überstanden hätte, wenn ich vielleicht nicht Cannabis geraucht hätte in der Zeit. Ja, das auf jeden Fall. Das kann ich gut noch was vorziehen. Super, okay, Dennis. Willst du noch irgendwas dazu sagen oder war es das für dich mal dabei? Ja, erstmal war es das. Okay, super, danke. Ja, David, dann du als Nächster, bitte. Ja, ich bin David, also ich bin Hanfaktivist, wie hoffentlich ihr alle auch. Ich konsumiere Cannabis hauptsächlich aus Spaß an der Freude. Ja. Okay. Und ich setze mich halt aktiv für die Legalisierung von Cannabis ein, damit so kranke Leute wie Mutti zum Beispiel endlich für einen fairen Preis vernünftige Medizin kriegen. Mutti, das finde ich auf jeden Fall richtig, ja. Super, dann Claudia, bitte. Kann man mich hören jetzt? Ja. Okay. Ja, ich bin Claudia Russo, bin 41 Jahre alt, komme aus Berlin, bin freischaffende Künstlerin und Cannabis-Patientin und bin auch Erlaubnisträgerin einer Bescheinigung der B-Farm nach § 3 Absatz 2 und benutze Cannabisblüten und Extrakte sowie normalen Nutzhanf zur Therapie. Okay. Gibt es überhaupt Extrakte auch in der Apotheke oder so zum Kaufen, außer das Pulverisierte? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich koche meins selber, weil ich dann weiß, was drin ist. Ja, natürlich, auf jeden Fall. So, sicher am besten. Okay. Ansonsten gibt es ja nur Dronabino, Sativex und wie das alles heißt. Ja, okay. Ich muss auch noch dazu sagen, dass es auch so ist in Österreich. Bei uns gibt es leider noch keine Blüten zum Kaufen in der Apotheke. Finde ich ganz, ganz schade. Ja, da hast du recht. Und es gibt bei uns nur Stronabinol, Nabilone und Sativex. Und die kosten. Aber das Gute bei euch ist, bei euch wird das von der Krankenkasse getragen. Bei uns ist es immer ein Kampf, selbst noch mit Stronabinol eine Kassenübernahme zu bekommen. Ja, das ist leider das große Irrtum, das ist leider nicht so. Es ist auch für uns ein sehr großer Kampf, nur Schala fürs Dronabinol, dass wir das bezahlt bekommen. Also du bekommst das, wenn du es von einem normalen Hausarzt oder von einem Neurologen oder von einem Spezialisten verschrieben kriegst, dann kannst du es abschreiben zu 90%, dass du es bezahlt bekommst. Die einzigen Möglichkeiten sind, wie beim DOM-M, dass man zur Schmerzambulanz geht in ein Krankenhaus, das hat jedes Krankenhaus, ich weiß nicht, ob das bei euch in Deutschland auch gibt, eine Schmerzambulanz, und da sind einfach am besten, dass man die Kosten übernommen bekommt, einfach, weil die am größeren Hebel einfach sitzen, würde ich mal sagen. Und okay. Da bekommst du auch direkt vom Krankenhaus auch die Medikamente.
Also und es gibt es das in der Apotheke und auch nur aus der jeweiligen, die du für dich ausgesucht hast? Ja, das ist ja bei euch ein größeres Verfahren, aber da möchte ich dann eh vielleicht noch ein bisschen später dazu drauf kommen. So, ich schaue jetzt einmal. So, da. Dann der Andreas, das ist mein technischer Assistent, würde ich mal sagen. Aber vielleicht Andreas, dass du dich vielleicht einfach kurz einmal vorstellst oder so. Jo, dann hallo zusammen. Bin vorig. Ja. Ja, ich bin vorher kurz rausgeflogen, jetzt soll es wieder gehen. Ich hoffe, es läuft jetzt. Ja, ich bin aus der Schweiz, im Moment gerade hier bei Lars Knacken. Er ist ja auch hier dabei noch, wird sich wahrscheinlich auch noch kurz vorstellen. Ich bin auch Patient. Bei uns in der Schweiz ist es aber so nicht möglich, da irgendwie eine Erlaubnis oder was zu bekommen oder Dronabinol, solche Dinge gibt es da schon auch, aber man bezahlt da voll alles selber und das könnte ich mir niemals leisten, weil Versicherung, da muss ich noch vor Gericht und alles und das ist noch eine Riesensache, läuft da alles noch. Also ich finanziere mir halt mein Medikament selber, aber kaufe es halt auch irgendwo auf dem Schwarzmarkt. Und wie schaut es aus bei euch? Gibt es schon die Blüten, so wie das Betrocan und das Bedual? Und wie schaut es aus bei euch? Nee, eben bei uns gibt es das gar noch nicht. Es gibt eine einzige Apotheke in der ganzen Schweiz, die macht da sowas Ähnliches wie Dronabinol scheinbar. Aber eben da bezahlt man komplett die Kosten alles selber und das kann sich kaum einer leisten und das ist kaum bekannt, das Ganze. Aha, okay. Und wie ist das jetzt in der Schweiz überhaupt zurzeit mit den Gesetzen und so? Die sind ja eigentlich, sie tolerieren es oder stimmt das? Oder? Es kommt ein bisschen darauf an, wo man wohnt. Also wenn man da so wenn man grenznahe wohnt, Zürich und so, dann ja, ist es ein bisschen strenger gehandhabt. Aber wenn bei uns so bei uns mitten in der Schweiz ist es ziemlich liberal und da ist es eigentlich kein Problem. Da auch wenn du da irgendwo draußen sitzt, kann man da irgendwo eins rauchen und die Polizei läuft dann neben dir durch. Das muss nicht sein, dass die was sagen. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie du da aufhörst. Wenn du da irgendwo auf dem Kinderspielplatz hinsitzt und da eins rauchst, dann wird auf jeden Fall die Polizei aufkreuzen und dich da wegjagen oder dich dann vielleicht mitnehmen. Also es ist je nachdem, wo man wohnt halt. Okay. Mhm. Ist auch ein bisschen komisch, oder, dass das schon wieder zu Bundesland oder zu Ort wieder komplett verschieden ist. Ist ja nicht so bei euch, es ist ja bei uns in Österreich und in Deutschland ja komplett gleich. Zum Beispiel mit den ärztlichen Gesetzen und mit den Kostenübernahmen und da ist alles. Und die Preise zum Beispiel. Ja, was mit den Preisen jetzt? Sorry, Lars hat da gerade noch was im Hintergrund gesagt. Ja, kannst du nochmal die Frage wiederholen? Tut mir leid. Ja, wenn die Preise, dass das so komisch ist, dass das überall zu Bundesland, überall anders ist mit den Gesetzen, für Ort zu Ort, dort sind es nicht so streng und auch mit den Preisen beim Betrocan und so, das ist ja zu jedem Bundesland anders. Auch bei uns in Österreich ist das Dronabinol in jedem Bundesland anders. Also, und ich finde das schon ein bisschen komisch irgendwie. Ja, bei uns ist es ja so eben, es gibt es nur bei einer Apotheke, bei uns im Kanton Solothurn und sonst kriegst du Dronabinol solche Dinge gar nicht groß in der Schweiz. Also es soll da schon mal noch was geben, aber eben es ist so wenig verbreitet und ja, die Ausnahmegenehmigung wie in Deutschland gibt es bei uns gar nicht so. Okay. Und vielleicht für ganz schwer Kranke, die irgendwie Krebs im Endstadium, die nur noch einen Monat zu leben haben, so, das soll es wahrscheinlich schon Möglichkeiten geben, aber sonst hast du da keine Chance. Okay, dann würde ich gesagt, wir fangen nochmal so an, dass wir mal erklären, einfach was für eine Medikamente gesetzlich für die Krankenkasse überhaupt ist und für den Staat. Ich fange jetzt einmal mit Österreich einfach an, weil das ist schneller erklärt, hätte ich mir gesagt. Es ist eigentlich irgendwas Dronabinol, Nabilone und Sativex. Und Dronabinol ist eigentlich halb synthetisch hergestellt, würde ich sagen, und enthält kein CBD oder in ganz, ganz wenig geringen Mengen. Und Nabilone ist eigentlich ein amerikanisches Produkt, komplett gleich wie Dronabinol. Wird auch oft verschrieben von der Schmerzambulanz bei uns in Österreich,
auch in Kapselform. Es gibt es Dronabinol und Nabilone. Nabilone war sie nur in Kapselform. Dronabinol gibt es in Kapselform mit Sesamöl, Öl halt Flüssigkeit und auch Spray in Alkohollösung. Den kann man auch verdampfen. Und Sativex kriegt man bei uns ganz schwer bezahlt, kostet meistens 704 €, 3 Ampullen und ist ziemlich starker Alkohol. Also er ätzt ziemlich und ist nicht gut zum Einnehmen. Man sprüht sich das auf die Schleimhäute, dadurch kommt es einfach schneller in den Körper, alkoholisches Mittel wie das Sesamöl, Dronabinol, weil es eben durch den ganzen Magen, Schilddrüsen und überall halt hängen bleibt und einfach die Bioverfügbarkeit einfach nicht so gut ist wie beim Alkoholischen, weil es einfach durch die Schleimhäute aufgenommen wird und man hat einen viel besseren Effekt und einen viel schnelleren Effekt. Und ja, Sativex ist eben der Alkohol ziemlich sehr stark. Ich würde unbedingt empfehlen, mit Zucker zum Einnehmen oder ins Glas zu sprühen oder auch verdampfen. Verdampfen, da gibt es eigene für den Vulkaner, eigene so Schwämme, sind also so silberne Schwämme. Da spritzt man einfach, sprüht man zweimal drauf, tut man das Dampfgerät auf 110 Grad vorheizen, lässt man Alkohol verdampfen, riecht man hin, ob man den Alkohol noch riecht und dann stellt man das Gerät auf 210 Grad und dann kann man Ballon zubetun und dann kann man inhalieren. Und man sieht da fast keinen Dampf, also es ist fast komplett durchsichtig. Gibt es da Fragen vielleicht dazu von euch oder von Zuschauern? Oder habt ihr Fragen oder was zum Ergänzen? Ich schau mal, ob schon Fragen sind auf YouTube. Ja, super. Ich habe sonst noch ein, zwei. Schauen wir mal. Ich schreibe jetzt einmal. Auf YouTube sind noch keine Fragen. Claudia, möchtest du vielleicht kurz bitte erklären, weil du bist da eh ziemlich gut, du kennst da ziemlich gut aus. Was gibt es da bei euch? Also bei uns gibt es natürlich auch Dronabinol und Sativex ist genauso wie du das berichtest von euch und bei uns gibt es halt dann noch 4 verschiedene Sorten an Cannabisblüten. Das ist einmal Bedrocan, das hat 22% und weniger als 1% CBD. Dann gibt es Bedrobinol, das hat 13,5% und auch weniger als 1% CBD. Dann gibt es Bediol. Bediol hat 6,3% THC und 8% CBD. Und dann gibt es noch Bedica. Und Bedica hat 14% THC und auch unter 1% CBD erhalten. Und Claudia, wie ist das mit dem Arzt? Muss man sich da eine Sorte oder zwei Sorten aussuchen oder kann man sich da alle Sorten aussuchen? Aber natürlich der Preis. Also, ich war so dumm und habe halt nur die mir bekannten Sorten angekreuzt und zwar Bediol und Bedrocan. Bediol aufgrund des hohen CBD-Gehaltes und Bedrocan aufgrund des hohen THC-Gehaltes und ich mixe das. Und natürlich, wenn man alles ankreuzt und Blüten bewilligt bekommt von der Bundesopiumstelle, dann darf man die auch alle nutzen. Aber ich darf halt nur die zwei nutzen, weil ich halt nur die zwei angekreuzt habe. Und du gibst keine Möglichkeit mehr, dass man das ändern kann. Und wenn man auch. Ja, doch, natürlich. Aber ich bin halt insoweit ganz zufrieden und ja. Okay. Und ich kann eh meinen monatlichen Bedarf halt nicht decken. Also wäre das. Ich würde halt eh erstmal zu Bediol und Bedrocan greifen. Okay. Und wie viele Sorten gibt es denn? 4 oder 5 oder 6 jetzt da insgesamt? 4. Und es gibt aber nochmal, kannst du aber, glaube ich, zerbröselt auch haben oder zerkleinert? Genau. Das Bediol. Das mit dem hohen CBD ist Granulat. Das ist schon auf 0,5 mm gecrashed und beinhaltet leider auch so ein paar kleine Stiele und auch so ein paar kleine Samen. Aber wie gesagt, wenn man das Finanzielle nicht hat, man kann sich halt auch aus Nutzhanf eine schöne CBD-Lösung basteln.
oder bestellen. Das ist halt legal bis zu einem, bis zu einer gewissen Prozentzahl, meiner Meinung nach. Und da kann man sich dann auch schon ein bisschen Kosten sparen. Und ich weiß ja, dass du ziemlich viele Schwierigkeiten auch gehabt hast in deiner Vergangenheit. Und wie ist das am Anfang? Bekommt man dann auch nochmal Dronabinol und dann schaut man mal, wie das Dronabinol wirkt und wenn es gut wirkt, dann vielleicht eben. Also normalerweise ist das Prozedere so, dass man natürlich erstmal austherapiert sein muss mit den normalen Analgetika und Opioid-Analgetika. Dann versucht die Bundesopiumstelle natürlich nochmal darauf hinzuweisen, dass auch Dronabinol zur Verfügung steht. Aber das kam für mich halt nicht in Frage. Also ich würde von mir aus ich nehme halt alles, was hilft, nur mein Problem ist, dass meine Leber das halt nicht verarbeiten kann. Und ich träume schon davon, mir mal mit Pillen den Schädel so dicht zu machen, dass ich keine Schmerzen mehr habe, aber es ist mir halt nicht möglich. Und somit bin ich halt glücklich und dankbar, dass ich nach einem ganz langen, fiesen Kampf mit medizinischen und neurologischen Gutachten endlich meine Erlaubnis bekommen habe. Wie gesagt, entweder ist man zu krank oder nicht krank genug und es kommt halt immer was dazwischen, ne? Ja, das ist eben das große Problem in der Sache. Und wie lange hat das bei dir auf die Genehmigungen und Papier, behördliche Sachen, ist ziemlich viel zu machen, dass man Ausnahmegenehmigung bekommt? Also wenn ich die Farce mit den fehlenden Unterlagen vom Anfang abrechne, waren es knapp 3 Monate, ansonsten über ein halbes Jahr. Und mich wollten sie trotz meiner Leber auch auf Dronabinol schieben, obwohl da ja, wie gesagt, ich kann mir da halt was Besseres zusammen kochen und das habe ich denen auch geschrieben und ja, auch aus Kostengründen, so wie meiner Leber. Bei mir ist es ja, nicht mehr Risikominimierung, sondern einfach ja, dass man mich auf einem normalen Level hält. So. Und Cannabis hilft bei mir ja gegen ganz viele Sachen. Also nicht nur gegen Krebs oder gegen meine Essstörung, Schlafstörung, Schmerzen etc. pp. Das hat halt viele Auswirkungen. Lulas. Okay, jetzt sind auch noch ein paar neue Leute dazugekommen. Vielleicht möchtet ihr euch vorstellen. Daniel, hallo einmal zuerst. Und vielleicht möchtet ihr euch gerne vorstellen oder habt ihr Fragen oder selber Patienten. Dann bitte schießt's los, Leute. Daniel, willst du vielleicht was dazu sagen? Nein, der ist gerade nicht da. Ja, hallo, grüß euch. Ich bin der Daniel. Hallo. Hört ihr mich? Ja. Hallo? Ich höre dich. Hört ihr mich? Ah, okay. Ja, ja wir hören. Ich bin der Daniel von Liga Europe. Ich weiß nicht, ob die anderen mich hören. Ja, wir haben das Mikrofon okay, aus. Ich bin seit circa... Bitte? Wir haben alle das Mikrofon aus, wenn du sprichst, deswegen weißt du. Achso, okay. Ich bin seit ca. 3,5 Jahren Dronabinol-Patient. Bin drauf gekommen, eben weil ich war vorher ziemlich abhängig von diversen anderen Medikamenten, vom Psychopharma und Benzo und diverse Stellen in Wien, wo man sich das besorgt hat. Und habe ziemliche Depressionen und Rückenschmerzen aus. Und ziemliche Probleme und deswegen bin ich wieder zum Arzt gegangen. Und nachdem ich die ganze Scheiße schon durchgehabt habe, die ganzen Tabletten, habe ich das Dronabinol bekommen. Ich muss es allerdings selber bezahlen. Kostet ca. 130 Euro im Monat. Daniel, also im kannst Monat du. Entschuldigung, Daniel, kannst du mir dir auch zustimmen, dass ziemlich schwer ist, eine Kostenübernahme in Österreich für Dronabinol-Patienten?
Ja, das ist auf alle Fälle schwer, ja. Das ist, ich habe es auch schon probiert, aber bei uns ist jetzt momentan so, dass, glaube ich, nur Tourette-Patienten und Krebspatienten oder sowas in der Ort das kriegen, ja, von der Krankenkasse übernommen. Und das andere ist ziemlich schwer, da pfeifen sie uns was. Also da muss man wirklich schon, wie gesagt, ich sollte es auch einmal probieren. Ich habe Matane, letzter. Daniel, warte ganz kurz, bitte. Wir hören dich, glaube ich, schlecht. Hört ihr ihn alle gut? Nee, ihr kommt voll so Roboter. Ja, ja. Daniel, bitte, warte, warte, warte. Du hast ganz schlechte Verbindung. Warte. Probier jetzt nochmal. Schreibt es ihm vielleicht jemand schnell im Chat, weil wahrscheinlich hört er uns auch nicht gut. Okay. Oder dass er die Cam ausmachen soll, wird die Verbindung vielleicht besser. Ich habe es ihm jetzt mal geschrieben. So Leute, wir haben trotzdem neue Gäste. Alexander, bitte stellst du dich kurz mal vor. Ja, ich bin der Ace. Also viele kennen mich wahrscheinlich schon von Hangout TV. Bin schön langsam auf dem Weg vielleicht eben Patient zu werden. Ich hole mir gerade eben Genehmigungen bzw. Atteste. Ist nicht passiert, leider nicht von heute auf morgen, ist ein langer Weg. Und ja, bin froh, dass es Leute gibt, die das teilen und ihre Erfahrungen teilen, weil es ist schon sehr wichtig. Es gibt viele Leute, die darauf angewiesen sind. Ist nicht so, dass das irgendwelche Spinner sind, die einfach kiffen wollen, sondern es gibt viele Leute, die wirklich darauf angewiesen sind, dass das Rezept bekommen. Darf ich auch fragen, von wo du bist? Von Deutschland oder Österreich? Nein, ich bin aus Österreich, ich bin aus Graz. Ah, super, Steiermark, okay. Ja, und wie bist du zum Dronabinol gekommen und für was nimmst du es und was waren deine Schwierigkeiten? Nein, ich bekomme noch kein Dronabinol. Ach so, okay, du willst das genau, schon. Genau, ich hole mir gerade eben die Atteste und so. Es schaut so aus, dass man eben zum Beispiel, ich habe eine Vorgeschichte, eben ich war im Substitutionsprogramm und so, bin ich aber nicht mehr, bin clean und so. Und die verlangen halt zum Beispiel eben, wenn man eben ADHS diagnostizieren lässt und so, damit man das alles schwarz auf weiß hat, 3 Monate hintereinander an cleanen Haaren. Damit die dann eben einen ADHS-Test machen können, weil Leute, die zum Beispiel mit Opiaten zu tun gehabt haben, haben zum Beispiel beim Entzug von Opiaten ADHS-ähnliche Symptome und könnten das zum Beispiel manipulieren und so ein Gutachten und so. Und das ist halt so gerade der Weg, in dem ich mich befinde. Und seit wann hast du das und wie kommt ja, das zum Schein voran? Hast du Schmerzen starke oder? Naja, es äußert sich nicht darin, dass ich Schmerzen starke habe. Es geht bei mir darum, dass ich eben, also ich habe Probleme mit dem Magen und auch mit der Leber. Und ja, das ist halt so ja. Mehreres auf einmal. Also es fängt halt so an mit dem ADHS, dass man eben Ritalin mit der Leber und so, das lässt sich auf lange Zeit eben nicht vertragen. Auf der anderen Seite mit dem Magen schon gar nicht. Dann ja. Und weißt du schon, was du am besten machst, wo du hingehst oder so fürs Tronen? Ja, also es ist so, dass ich mal für meine Zwecke einen Psychiater habe, an den ich mich wenden kann und wo jetzt einmal die Gutachten stattfinden und so. Und ja, ich habe halt auch einen recht guten Hausarzt, der auf meiner Seite ist und mit mir zusammen versucht eben zu schauen, welcher Kollege ist der eher für mich geeignet, was kann ich machen, damit das funktioniert, also worum geht es wirklich, damit er mir vorbereitet. Ich weiß nicht, hast du schon was vom Dr. Kurt Blasser mal was gehört in Wien? Ja, gehört schon einmal, ja. Ja, wir machen da gerade nämlich eine Sammelspende quasi, wir machen da mit ein paar Personen, wir haben schon 4, 5 Leute circa
und dass wir direkt beim Blas, ich bin ja selber auch beim Blas, und dass man da einfach, der Preis ist zwischen 80 und 100 Euro, circa eine Stunde, zwei Stunden. Das Dronabinol-Rezept kostet 130 Euro. Und dass wir einfach schon, wenn wir mehr Patienten hätten, dass einfach der Preis billiger war, vielleicht fürs Medikament, aber wenigstens für ein Blas, die Privatstunde zum Beispiel. Wenn du da mal Lust hättest, kannst du gerne mal mit mir bei Facebook einfach Don Cocky einfach mal suchen und mal in Kontakt treten mit mir und dann können wir das gerne machen. Und dann kriegst du mal einen besseren Preis, weil es ist einfach ziemlich teuer, mal 100 Euro, 80 Euro zum Zahlen. Er gibt sie wirklich Zeit, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, klärt die wirklich ja. Auf und kennt sie ja wirklich gut aus. Aber ja, vielleicht hast du Lust und vielleicht kann er weiterhelfen. Auf jeden Fall bin ich sehr dankbar, auf jeden Fall für alles, was in die Richtung, was hilfreich ist, nehme ich gern an. Weil es war so, vielleicht ist es auch interessant, es hat nämlich, das Dronabinol gibt es eigentlich noch gar nicht so lang bei uns. Ich habe nämlich in meinem Ortsbericht gesehen, glaube ich, von 96 oder 92, das ist das Auge, und da war der Dr. Kurt Blascher, einer von den ersten Ärzte, der was geschaut hat, dass überhaupt das Dronabinol gibt in Österreich. Also der hat das eigentlich auch vorangebracht und der fährt auch jedes Jahr auch zwei Seminare nach Deutschland, ist auch immer in Hanfmesse, Hanf an der Tag weiß ich jetzt gar nicht. Also das einzige Problem ist, er ist ziemlich überfüllt. Also man kann 10-mal an einem Tag anrufen und kommt man vielleicht auch nicht durch. Und ich habe jetzt gehört, einfach am besten per E-Mail alles regeln. Das ist einfach am besten. Okay, also schriftlich, Terminvereinbarung. Ja, per E-Mail. Und die Termine sind meistens Samstag, aber ich glaube, das hat es jetzt geändert, wenn da Nachfrage. Und in Österreich gibt es aktuell sowas bei die 400 oder 500 Dronabinol-Patienten. Aktuell vom Blas, was er nur der Dr. Blas hat. Zahl steigend hoffentlich. Ja, hoffentlich. So, wir sind noch wer vorstellen in der Runde. War noch nicht wer? Ja. der Lars Knacken. Ja, sorry, Entschuldigung. Habe ja immer so Halsprobleme und so, und deswegen muss ich viel spucken. Und ja, deswegen will ich natürlich auch irgendwann letztendlich Cannabis-Patient werden, aber ich habe noch einen viel triftigeren Grund, Cannabis-Patient zu werden. Ja. Der Grund, warum ich jetzt Cannabis-Patient werden will, ist, dass ich schon jetzt meine 12. Hausdurchsuchung hatte, obwohl ich eigentlich nicht mehr oder weniger Verbrecher bin als andere Leute auch, die vielleicht hier rumsitzen und noch keine Hausdurchsuchung hatten. Und ich habe Albträume deswegen und fühle mich verfolgt und was weiß ich so. Und keine Ahnung, also ich denke mal, wenn ich jetzt noch ein, zwei Hausdurchsuchungen habe, Alter, dann springe ich irgendwann aus dem Fenster oder so und lande dann neben den Polizisten, die gerade hier in mein Haus reinlaufen. Also, ja, so fühle ich mich halt, wie ein Mensch dritter oder vierter Klasse. Wie waren deine Konsequenzen dadurch? Was für die Probleme hast du gehabt? Was ich für Probleme habe? Also, ich kann halt dauernd irgendwelche Strafen bezahlen, die sich so in der Höhe von 1.000 bis 2.000 Euro drehen. Und das halt für, keine Ahnung, für Mengen von 5, 6 Gramm oder was weiß ich, oder auch mal 2 Gramm oder was weiß ich, was sie halt auch gerade finden. Egal, also ob ich jetzt 2 Gramm, ob sie mal 2 Gramm gefunden haben oder einmal haben sie auch, weiß nicht, 10 Gramm Amphe bei mir gefunden und noch Marihuana und Trips und was weiß ich, da habe ich dann auch 2.000 Euro für zahlen müssen. Also die Summe bleibt ungefähr immer das Gleiche so und es kommt ungefähr alle 2 Jahre wieder. Und das sind ja auch dann Kosten, wenn du noch einen Anwalt einsetzen musst oder sonst irgendwas, bist du dann ungefähr bei 3.000 Euro vielleicht. Und wenn du das jetzt alle 2 Jahre irgendwie berappen musst und ich habe auch erst irgendwie einen Job seit 2 Jahren. das geht nicht. Also ich habe meine, keine Ahnung, also alles, was ich hätte haben können, also so automäßig oder was weiß ich, ist gleich wieder weg gewesen. Also ist nie bei mir angekommen. Und wieso hast du nicht gleich geschaut, dass du, weiß ich nicht, Cannabis-Patient wirst oder dass du irgendwie, weiß ich nicht, medizinisch irgendwie schaust, dass du sagst, du brauchst es medizinisch, sonst kannst du nicht anders oder... Oder hast du es eh gemacht, quasi, wie wenn sie erwischt haben? Ja, also ich werde das angehen, sobald ich halt irgendwie meine
restlich nur Schulden bei der Krankenkasse bezahlt habe, so, und dann kann ich damit anfangen, so, weil vorher bringt das sowieso nichts da. Ja, ich kann da natürlich zum Arzt gehen oder sonst irgendwas, mich darum zu kümmern, aber meine Wehwehchen habe ich ja sowieso schon seit längerem so. Also ich habe, sag ich mal, seitdem ich 18 Jahre alt war oder sowas, eigentlich immer ständig schon Rückenschmerzen gehabt, und vor 5 Jahren ist mir dann nur eine Kiste auf den Kopf gefallen aus 3 Meter Höhe, und dadurch habe ich halt ständig Rückenschmerzen, also die sind eigentlich konstant vorhanden. So. Natürlich, je länger sie da sind, desto weniger nimmt man sie dann hinterher irgendwann noch wahr. Ja, aber dir geht es ja trotzdem dann nicht besser dadurch. So, ne? Ja, und das Problem ist halt beim Kreuz, es wird halt immer schlimmer statt besser. Halt auch, das ist auch immer das Problem. Ja, klar, man wird ja automatisch älter, und je weniger man sich bewegt. Ne? Also deswegen habe ich nur auch für mich selber gefunden, dass je mehr ich zum Beispiel tanzen gehe, ja, und dann irgendwie den Schmerz wegtanze, ja, das heißt, erstmal tanzt man sich in diesen Schmerz hinein, mhm, ja, und dann ist halt irgendwann ein Punkt gekommen, da geht es dir dann echt gut, so, weißt du, und wenn du das dann weitermachst, dann kommt die Wärme durchs Tanzen und so weiter und so fort, und dann kommt das durch die Bewegung, dass es dir wieder besser geht, so, ne, aber das ist natürlich auch dann teilweise, je nachdem, wie es dir vorgeht, natürlich auch ein scheiß Kampf, ne, oder was für Temperaturen draußen sind, oder das ist ja auch oftmals davon abhängig. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Und hast jetzt da in der Zukunft, müsst ihr jetzt schauen, dass du Patient wirst, oder? Ja, ich werde auf jeden Fall Patient. Also ich bin ja so eigentlich schon Patient. Also ich habe ja im Prinzip auch ADS und sowas, ne? Ich meine, das ist ja auch eine Krankheit, die gar nicht existent ist eigentlich, ne? Das ist ja so ein Sammelbegriff für viele andere Krankheiten, ja, für die sie sich noch keine Namen einfallen lassen haben, oder weiß nicht, alles, was sie sich nicht so erklären können, oder wo sie keine Zeit vor haben, sagen sie mal schnell den ADS oder sowas. Aber das habe ich natürlich auch schon immer gehabt, so, ne? Ich meine, ich bin jemand gewesen, der schon im Kindergarten mit Psychologen arbeiten musste aufgrund von Aggressivität, Hyperaktivität und was weiß ich. Und das hat sich bis hin zu meinen, in der Grundschule, bis hin zur Gesamtschule, wo ich dann rausgeschmissen worden bin, in die Hauptschule gekommen bin, die ich nach der 9. Klasse beendet habe, sozusagen, ne? Ja, aber nachdem ich das dann alles beendet hatte, so, und nachdem dieser Druck raus war, sage ich mal, habe ich es auch noch geschafft, mein Abitur nachzumachen. Ne? Aber da bin ich dann nach Aachen gezogen, habe das dann direkt an der holländischen Grenze sozusagen gemacht, in Würselen, also für jemanden, der jetzt noch jünger ist und sagt, ey, ich habe vielleicht mal Bock, irgendwie Abitur nachzumachen oder sonst irgendwas. Wenn man eine bestimmte Zeit in seinem Leben arbeiten gegangen ist, oder auch ein Kind betreut hat oder Zivildienst gemacht hat. Auf jeden Fall, wenn man 6 Jahre insgesamt nachweisen kann, dass man die volle hat, hat man die Möglichkeit, auch nochmal die Schulbank zu drücken und kriegt das sogar vom Staat finanziert. Und da habe ich dann 700 Euro BAföG bekommen, dafür, dass ich mein Abitur nachgemacht habe. Vom Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse habe ich dann 4 Jahre gebraucht und hatte danach mein Abitur. Ja, das ist ja super, ja, sicher. Ja. Das war dann aber. Und aber es ist aber beim ADHS, was ich herausgefunden habe, dass da Cannabis nicht bei jedem hilft, sondern dass das auch verschlimmern kann bei ADHS. Hast du das Gefühl auch, oder hast du das schon mal mitgekriegt? Ja, wie gesagt, also ADS oder was weiß ich, das ist für mich kein einzelnes Symptom, sondern das sind ganz viele Symptome, und da gibt es natürlich auch garantiert Fälle bei, wo eine Cannabis-Behandlung garantiert nicht anzuraten ist. Ja, das meine ich, genau. Das hundertprozentig, also das unterschreibe ich hundertprozentig. Hat aber auch dann, denke ich mal, teilweise was damit zu tun mit der mit den Medikamenten, mit denen die Menschen vorher zugestopft wurden, ne? Also, mhm, also ich kenne halt, weiß nicht, einige Leute mittlerweile, die ja sagen, dass sie halt durch die Medikamente eindeutig kaputt gemacht worden sind, ne? Und das gilt jetzt dann nicht nur für Ritalin. Ja, das ist auf jeden Fall, die Psychopharma und also, das ist auf jeden Fall nicht gesund, und ich glaube, über das braucht man gar nicht diskutieren, über die Nebenwirkungen und das alles. Aber was man diskutieren könnte, zum Beispiel, gegen was für eine Krankheiten hilft eigentlich Cannabis? Also ich würde einmal sagen, da würde einfach jeder ein paar Dinge dazu sagen, was einem einfällt. Ich würde einfach einmal so auffangen, wo ich schon für ein Laptop an Cannabis, es kann ADHS sehr gut helfen, es kann aber auch das Gegenteil wirklich machen, also dass wirklich das ADS sehr verschlechtert. Es war halt zum Testen mit kleinen Mengen einfach.
Und was Wassersucht, habe ich auch schon herausgefunden, hilft auch sehr gut. Also das heißt auch, wenn man Wasser in den Füßen hat, zum Beispiel mit Blättern einfach Fatschen machen zum Beispiel oder sowas. Entzieht auch das Wasser oder eine Entzündung. Oder AIDS, Hepatitis, Krebs, aber es sind die ganzen Standardkrankheiten. Aber ich würde eigentlich sagen, Cannabis kann man fast in jede Krankheit einsetzen, möchte ich mal behaupten. Und auch viel bei Medikamenten, die was Nebenwirkungen haben. Zum Beispiel vom Hydal, da kann man sicher auch der Dom zum Beispiel zustimmen, dass man vom Hydal ziemlich schlecht wird, man kann nicht essen, eine Unruhe hat man, man schwitzt viel, man einfach Nervosität, Unruhe, einfach Nebenwirkungen. Das kann man einfach mit Dronabinol oder mit Cannabis behandeln, weil auch Dronabinol das Morphium einfach ein bisschen putscht, also es verstärkt einfach das Dronabinol, das Morphium verstärkt Dronabinol. Also sprich, man braucht vom Morphium weniger. Dom, möchtest du auch was jetzt da gern dazu sagen? Ich hätte gern was dazu gesagt. Ja, Claudia, ja, bitte. Wir haben mir gedacht, wir machen eine Runde. Ich kippe ja schon unheimlich lang, aber ich muss sagen, als ich das Bedrocan das erste Mal aus der Apotheke geholt habe, ich habe das geraucht und normalerweise muss ich mich ja abends daran erinnern, dass ich vielleicht auch mal was essen sollte. Und ich habe auch gar kein Hungergefühl oder das war komplett weg. Und ich habe mir das Bedrocan geholt, habe eine Tüte geraucht. Das Erste, was ich gemacht habe, war ein halbes Körnerbrot zu essen mit Buttersalat und Käse. Danach habe ich mir 250 Gramm Spaghetti mit Käsesoße gekocht. Hab das gegessen, mir war kotzübel, aber glaub mal, ich hätte noch was essen können. Das Hungergefühl ist wieder da, ich habe zugenommen, ich krieg wieder Titten, schöne Brust und einen guten Hunger gehabt einfach. Eine kleine Rolle. Und wenn ich das so vergleiche, ich habe jetzt letztens mal so aus Spaß mein BMI berechnet, mein schlechtester Wert am BMI war 19,5 und ich bin mittlerweile auf 21,1. Ja, da braucht man super, super, super. Hallo Mario, da mit ein bisschen Verspätung, würde ich mal sagen. Ja, frisch von der Autobahn in die Daten, in die Datennetzline hier. Sorry, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt. Aber du hast das ja anscheinend hier super im Griff. Ja, ja, ich würde auch noch was sagen wollen sonst. Bitte. Darf ich? Ja, ich würde mal viel geringer anfangen. Also gar nicht, ich meine, es ist ja schön, dass das bei so schlimmen Sachen bei euch immer so toll hilft. Aber ich so aus meiner Spaßkonsumentensicht kann ja nur sagen, du kannst mal nicht gut schlafen, du hast mal eine Magenverstimmung oder du hast mal sowas da. Bei Antibiotika zum Beispiel oder wenn ich eine Erkältung habe oder gerade wenn ich krank bin, ist das eine Möglichkeit, mich kurzzeitig besser zu fühlen. Und das auf jeden Fall, aber das habe ich ja auch gemeint, das ist irgendwie schwierig zum sagen, für was Cannabis hilft. Ich finde, Cannabis hilft gegen alles eigentlich. Es war besser zum sagen, wo Cannabis nicht hilft, aber da fällt mir eigentlich auch nichts ein. Also ich sage für Spaßkonsument, ich sage dazu, das ist... Weiß ich nicht, aber wenn ich Spaßkonsument bin, ist das für mich trotzdem irgendwie ein Ausgleich und ich kann auch irgendwie abschalten. Hat das schon wieder irgendwer medizinischen Therapeuten wirksam auf mich irgendwie, sage ich mir dazu. Ja, das ist das, was ich ja auch immer sage, das ist halt schwer abzugrenzen auch irgendwo, weil ich kann auch nicht sagen, wie es jetzt ohne ist. So, also ich kann jetzt nicht sagen, wie wäre jetzt irgendwie oder wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt nicht rauchen würde, weil ich habe das jetzt nicht vor so. Ja, nein, also ich denke mal, ganz wichtig ist doch auch eine Sache, Cannabis hilft dir bei den Sachen, wo du glaubst, dass dir das dabei hilft. Und das ist mal eine ganz wichtige Sache, die man nicht außer Acht lassen sollte. Weil, ja, dir kann schon irgendein anderer Kack helfen, wo du überhaupt nicht weißt, was es ist, was da drin ist oder sonst irgendwas, nur weil der Arzt sagt, hier, das hilft dir. Placebo nennt man sowas, ja, das hilft ganz vielen Leuten sowas, ja, und dieser Effekt kann auch beim Cannabis sein. Das heißt, eine Sache kann dir nur dann helfen, wenn du daran glaubst, ja. Das heißt, das ist ja schon in der alten Mythologie zum Beispiel so gewesen, dass du erstmal
an was glauben musstest, bevor es dir hilft. Ne? Also musste ich verneinen, gehe ich gleich dagegen an. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, weil ich kiffe 30 Jahre. Hätte mir damals jemand gesagt, Cannabis ist Medizin, hätte ich den ausgelacht und hätte gesagt, Junge, du willst doch nur kiffen. Ja. Und ich habe nicht daran geglaubt, dass Cannabisöl meinen Krebs zurückgehen lässt, sondern es war eine Hoffnung, aber kein Glaube. Genau, Claudia, da sprichst du ein super Thema auch, weil das ist auch so bei den älteren Personen. Ich wusste vorher nämlich gar nichts von diesem potenten Cannabisöl und habe das nach 30 Jahren Kifferei, wo ich dachte, ich bin ein erfahrener Kiffer, erst erfahren. Und heute, wo ich weiß, wie man Cannabis richtig nutzt, heute weiß ich und glaube ich auch und predige auch. Aber vorher, wie gesagt, jeder normale Mensch, der nicht kifft, der hört, Kiffen ist schädlich und mit einmal soll es Medizin sein, das verstehen die Leute erstmal gar nicht. Naja, ich hätte das selber nicht verstanden. Ja, ja, aber das schließt das andere nicht aus. Das schließt doch das andere nicht aus. Natürlich nicht, aber es gibt halt viele Fälle, die es vorher nicht wissen und als Hoffnungsträger nutzen. Schau mal, ich habe Schmerzen seit über 16 Jahren. Da kannst du dir auch helfen, Aber wenn du davon überzeugt bist, dass dir das bei deinem Hautkrebs beispielsweise helfen kann, ja, und dann schmierst du dich meinetwegen mit Cannabisöl ein und was weiß ich, und andere Leute sagen, ah, oh, das hilft nicht gegen Hautkrebs oder was weiß ich, aber deine Ekzeme oder deine Tumore gehen zurück, dann scheint es doch zu helfen, aber das liegt dann daran, dass du dran glaubst, und ich habe so einen Fall erlebt. Nee, das liegt aber daran. Ich glaube daran, seitdem ich es am Körper gemerkt habe, beziehungsweise ich hab nicht daran geglaubt, dass mein Krebs jetzt verschwindet, nur weil ich Rizinusöl benutze. Yeah. Das war einfach ein Experiment an mir selber, dann aber wenn, kamen die Werte und dann habe ich angefangen, es zu glauben. Ja, aber ich kann mal kurz einlenken lassen. Dass Cannabis immer stützt und die Seele streichelt und stabilisiert, aber dass es so potent ist gegen so viel, war mir einfach nicht bewusst. Ich denke, ihr habt auch beide recht. Ich denke, ihr habt beide recht, ja. Man muss das ganz viel distanzieren, ja. Ich sag mal, jeder, der sagt, Kiffen ist gesundheitsschädlich, hat ja eigentlich recht, weil Rauchen an sich ja gesundheitsschädlich ist, okay? Genau. Ja. So. Man kann nicht sagen, es hilft gegen alle möglichen Krankheiten oder das, was man sich gerne wünscht, aber ich gebe dir recht, es kann eventuell einen Placebo-Effekt auch auslösen, wo es eigentlich gar nicht helfen kann, sag ich jetzt mal, ja. Aber man muss den Leuten auf jeden Fall richtig erklären, dass es medizinisch ganz anders angewendet werden sollte als Spaßkonsument. Ja, das ist mal eine ganz andere Sache. Auch ich war über 20 Jahre Spaßkonsument und erst als ich festgestellt habe, dass ich schon 4 Jahre unter Depressionen leide, habe ich erstmal gemerkt, dass mir zu der Zeit das gar nicht schadet, sondern dass mir das zu der Zeit gar nicht hilft, sondern dass mich das noch tiefer ins Loch fallen lässt. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das bei keiner Depressionskrankheit hilft. Das ist ja bewiesen. Ja, genauso wie wir diesen Zwiespalt haben bei Schizophrenie. Es gibt manche Leute, die nutzen das bei Schizophrenie und das hilft auch, oder bei Depression, und bei manchen wieder überhaupt nicht. Das schlägt das genau ins Gegenteil, ja. Und deswegen muss man teilweise unterscheiden und sagen, es kann bei Schizophrenie und Depression helfen, es hilft bei Hautkrebs eventuell, es hilft, weißt du, und so muss man alles so ein bisschen unterscheiden oder auch die Anwendung. Aber ich denke mal, ich würde halt dahin gehen, dass, also ich bin halt immer ein Mensch, der so positiv wie möglich eingestellt ist. Von der Einstellung her versuche ich mich selber so, mir alles positiv zu reden. So, ne? So. Und das ist halt mein Elixier, so, weißt du, so. Dadurch, dass ich das mache, muss ich mich halt viel weniger mit diesen negativen Sachen auseinandersetzen und ich will das auch gar nicht. Ich will auch gar nicht irgendwo im Krankenhaus sein und jemanden da besuchen oder sowas. Das fällt mir total schwer. Ich habe jetzt das erste Mal seit, was weiß ich, wie lange Zeit war ich mal im Krankenhaus, vor einem Jahr, als ein guter Freund von mir da reingekommen ist und jetzt wegen meiner Tochter so. Aber ansonsten habe ich selbst meine Mutter manchmal da nicht besucht oder meine Oma oder was weiß ich so. Leute, die mir eigentlich viel näher stehen. Also jetzt abgesehen von meiner Tochter jetzt so. Aber ich war jahrelang nicht im Krankenhaus. Das liegt daran, weil ich Angst vor dieser Thematik habe. So. Oder
gar nicht da hingehen will, das sehen will oder sonst irgendwas. Ne? Und das machen natürlich auch viele Leute so, denke ich. Ja, das ist auch super, Lars, wenn du so denkst, auf jeden Fall. Aber ich kann nur sagen, dass ich glaube, auf jeden Fall, dass Cannabis medizinisch auf jeden Fall hilft. Ich habe mir so viele Berichte eingelesen und so. Es ist auch so witzig, in die 60er oder in die 80er Jahre zum Beispiel Amerika wollte herausfinden, dass Cannabis dumm macht an Ratten und an Mäuse. Was haben sie herausgefunden? Dass Cannabis Tumore zerstört an Mäusen und Ratten. Zum Beispiel, das kannst du auch gerne nachschauen, ich kann den Link posten, wenn ich ihn finde. Und ich kann sagen, dass auf jeden Fall, wenn man daran glaubt und so, das glaube ich auch traut, dass sie was bessert, aber ich habe es jetzt auch miterlebt, kann nur von meiner Frau, die Oma, hat einen schweren Lungenkrebs im Endstadium und Leberzirrhose im Anfangsstadium und ist zum Arzt gegangen quasi und die wollten sie ins Krankenhaus bringen und sie wollte natürlich nicht ins Krankenhaus, weil sie nicht mehr rauszukommen war. Ich bin mit ihrer nach Wien gefahren zum Dr. Kurt Blass, sie hat jetzt das Dronabinol gekriegt, das CBD extra gekriegt. Und ja, der Arzt hat gemeint, zwischen 3 bis 6 Monaten sind die Lebensüberchancen, wenn sie ins Krankenhaus geht. Jetzt ist er schon fast ein Jahr her. Und sie war beim Lungenvolumentest und um 5% hat sie das Lungenvolumen verbessert. Und jetzt geht sie in ein paar Monaten nach Röntgen, da schaut sie auch noch nach. Und hat aber kein Morphium, kein Chemo gemacht, nichts. Die kriegt nur Dronabinol, CBD, was gegen das Wasser und ein bisschen was gegen Schmerzen, so ein Auffangs, ganz normales Schmerzmedikament. Und der Arzt hat selber gesagt, dass er jetzt so überzeugt ist von dem Medikament, weil sonst würde sie ja nicht so gut gehen und würde sie auch nicht da sitzen. Und sie ist zweimal abgelehnt worden von dem Heilreferat. Weil das ist bei uns das Heilreferat, das macht bei uns eigentlich die Gebietskrankenkasse in Steiermark auf keinen Fall. In Wien schaut das, glaube ich, anders aus, aber da hast du mehr Ahnung, glaube ich, Mario. Und ja. So ist warm abgelehnt worden, ist dann im Hausrat, er hat es erfahren, der ist dann bei der Krankenkasse Vorstand und er hat 2 Tage gebraucht, jetzt hat das genehmigt gekriegt. Also es geht mit Kontakte, wenn man welche hat, auch. Ja, also wir sehen jetzt auch bei unseren, wir gründen jetzt gerade diese Cannabis Social Clubs hier in Österreich und versuchen das. Da melden sich Leute plötzlich, die noch nie was damit zu tun hatten, die noch nie jetzt normalen Joint geraucht haben oder sowas, ja. Die haben teilweise Erfolge mit irgendwelchen Sachen, das ist schon der Hammer, ja. Und das Problem ist aber, wir kriegen das teilweise von keinem Arzt bestätigt, ja. Die stellen zwar fest, oh, sie haben das jetzt nicht mehr, oh ein Wunder ist geschehen. Mhm. Und wenn man denen dann erzählt, ja, das habe ich mit Cannabis selber geheilt, dann, aber das ist ja nicht so gut, dann nehmen sie mal lieber eine Tablette. Mhm. Und ich denke mal, da müssen wir noch ganz viel in der Gesellschaft und mit Ärzten arbeiten. Ja, da ist im Moment, Ja, die Amerikanerin, die hat in Rex Simpsons Öl nachgemacht, der hat einen Gehirntumor gehabt, der war unoperabel, findet der einen eigenen YouTube-Kanal an und alles. Und die hat nur mit Rex Simpson, weil er unoperabel war, weggekriegt und die Ärzte haben auch so gesagt, ja, so glauben wir ihnen nicht. Hm. So, aber haben auch so quasi sich gewundert, weil er weg war. Und die macht sogar YouTube-Konferenzen und alles auf YouTube. Ja. Und das Problem ist, glaube ich, auch an der ganzen Sache, dass die älteren Leute einfach, wenn wir hergängen und denen sagen, das hilft ihnen, dass uns das nicht glauben. Das ist auch, glaube ich, ein großes Problem. Ihr müsst mich gerade mal ein bisschen aufklären, ich bin ja zu spät gekommen. Habt ihr eigentlich eure Vorstellungsrunde schon gemacht, so, ne? Mhm. Ja. Sind schon ein paar Fragen beantwortet worden oder persönlich mal gestellt worden? Habe ich jetzt eigentlich noch nicht gekriegt. Ich würde nämlich ganz gerne mal wissen, wer jetzt eigentlich hier Patient ist. Bei Claudia weiß ich's. Wer ist sonst noch Patient hier eigentlich? Da Tom. Ich bin auch Patient, aber bei uns in der Schweiz gibt es ja sowas wie Ausnahmegenehmigung oder sowas gibt es ja nicht. Okay. Der Tom ist aus Österreich. Tom, möchtest du die kurz bitte vorstellen? Herr Mario? Wo ist denn der Tom? Ganz rechts bei mir, neben mir. Ist das? Ja. Ach so. Also, jetzt? Ja. Ja, super, Tom. Ja, ich bin auch. Was soll ich denn? Hab ich nicht sagen wollen. Einfach ganz kurz, dass du ein Cannabis-Patient bist, von wo du circa bist und wie lange du das nimmst und um was.
Einfach nur mit Kurs. Genau, nur dass den Leuten mal kurz erzählt, wie bist du dazu gekommen? Wir haben das eigentlich schon gehabt, Mario. Wir haben das eigentlich schon gehabt. Ich bin Nordbeschwand, bei mir lösen sie die ganzen, oder Nordbeschwand, dann sie extrem still abfahren und wird nichts mehr aufgebaut. Und ich nehme jetzt, ich habe vorher Vital in Menge genommen und andere Opiate und bin schon größter nur mehr im Spital ging, weil das Herz versorgt hat, Kreislaufversorgung durch die ganzen Nebenwirkungen. Und seit 5 Jahren nehme ich jetzt Ronapinol und mir geht es mittlerweile wieder gut, obwohl die Ärzte vor 10 Jahren gesagt haben, maximal 2-3 Jahre geht es mir noch. Und dadurch durch Ronapinol und dadurch, dass ich einen Hanf-Anbaugebiet, wenn bei uns wird ziemlich viel Nutzhanf anbaut und ist auch im die Hanfkörner und das ist, was soll ich sagen, mir geht es wieder gut. Mit der Krankheit. Dronabinol nimmst du seit 3 Jahren jetzt? Seit 5 Jahren. Und nimmst du nur Dronabinol oder auch, wie du gesagt hast, Nutzhanf, beziehungsweise rauchst du auch teilweise Cannabis? Ja, ich rauche schon hin und wieder. Bei uns ist eben leicht, also ich bin ziemlich an der tschechischen Grenze und in Tschechien drüben ist der Hanf wieder ein bisschen legalisiert worden. Und da kriegt man auch leichter oder. Ja, ja. Ich will jetzt auch deine Connections, wollte ich gar nicht wissen. was mich mehr interessiert ist, was für einen genauen Unterschied hast du zum Beispiel, also jetzt vom Finanziellen brauchen wir nicht drüber reden, aber was für einen Unterschied spürst du zwischen Dronabinol-Tropfen? Was hilft dir besser oder was hilft dir mehr vielleicht? Oder wo sind Nach- und Vorteile? Kannst du das so sagen? Ja, also Nachteile kenne ich leider noch keinen. Ich kenne nur Vorteile, also mir. John, darf ich auch fragen, was für Dosis das du einnimmst über den Tag oder wie der Dosis circa ist? Nimmst du auch CBD? In der Früh und auf Nacht 5 Milligramm. Also 5 Tropfen quasi, oder? Ja, ich hab's dritten. Ja, der Aha, okay. Und wie hoch dosiert? Und wie hoch dosiert? Also 5 Milligramm. Cannabinol. Also 5 Milligramm Dronabinol. Milligramm. Da wieder brühen. Okay. Und ja, eben die Novel, die Vital dazu. Und ich bin, also ich bin mit Medikamenten noch immer am Abbauen. Okay. Also ich habe ja vor 10 oder vor 5 Jahren, bevor ich angefangen mit Dronabinol zum Nehmen, habe ich ja 25 Tabletten am Tag schlucken müssen für die Schmerzmittel, die Nebenwirkungen und für die Nebenwirkungen wieder die Nebenwirkungen Tabletten und das war ja Kreislauf. Hast du denn überhaupt schon mal ganz auf deine Tabletten verzichtet oder bist du immer noch, musst du immer noch Tabletten auf jeden Fall nehmen? Die ganze Zeit. Ja, die Tabletten muss ich auf jeden Fall nehmen. Ich hab zwar, der Schmerz ist mit den Medikamenten erträglich, aber spüren tun es noch. Also ich nehme nicht nur so eine hohe Dosierung, dass ich vom Schmerz komplett weg bin, sondern ich nehme nur so viel, dass man den auf einem niedrigen Level holt. Okay, für uns wäre es ganz wichtig, nämlich immer zu wissen, für die Leute von außen, wo besteht eigentlich der Unterschied, wenn ich jetzt Dronabinol-Tröpfen nehme, die ja teilsynthetisch hergestellt sind und viel Geld kosten, und der Wirkung von Cannabis, jetzt gar nicht nur, wenn man es raucht. Vielleicht kann die Claudia dazu mal ein bisschen was sagen. Du kennst ja auch beides und wahrscheinlich auch mit und auch ohne. Und
Kannst du da ein bisschen was zu den Unterschieden sagen? Bei wem du eine bessere Wirkung hast oder was total schlecht ist oder so? Also ich würde sagen, wir sprechen erstmal über Öle an sich, weil ja noch ganz viele Missverständnisse sind zwischen Lick-Simpson-Öl, reinem CBD-Öl, was ja eher auf Ölbasis basiert, und Lick-Simpson-Öl ist ja im Prinzip auch kein wirkliches, richtiges Öl, sondern eher ein Extrakt. Und also, wie gesagt, ich esse viel Frischcannabis im Essen, benutze Cannabis als Gewürz, rauche es, vaporisiere es und nutze, wenn mal wieder ein netter Sponsor da war, auch mit Simpsonöl, weil, wie gesagt, das aus der Apotheke alles zu bezahlen, ist mir nicht möglich. Ich kann keine 1200 Euro von 500 Euro bezahlen, ist ja nicht nah. Und bekomme halt kaum meine Mindestversorgung. Okay. Aber ich muss sagen, Rick Simpson wirkt sehr, sehr gut, ist sehr potent und hat teilweise bis zu 98% THC. CBD-Öl ist auf Ölbasis, macht nicht breit und ist legal. Man kann es sich bis zu einer bestimmten Prozentmenge legal im Netz bestellen, ohne die Angst haben zu müssen, ich tritt jetzt einen aufs Dach. Es kann aber sein, dass einigen Leuten das THC dazu fehlt. Mich zum Beispiel hat es, also das CBD-Öl alleine, etwas depressiv gemacht, aber es muss halt nicht bei allen so sein, jeder Körper reagiert halt verschieden. Der Dr. Blas. CBD mit THC zusammen ist eine schöne Kombination, aber am besten wirkt mir halt immer noch Cannabis im Essen, weil es halt am längsten auf meine Schmerzen geht und ja, das Vaporisieren, weil es halt keine Schadstoffe abgibt in dem Sinne. Ich rauche nebenbei ja noch leider ein paar Joints mit Tabak, was natürlich auch nicht gut ist. Wendest du das jetzt, sag ich mal, du hast ja mehrere Sachen, weiß ich ja privat, wendest du das für dich auch so an, dass du sagst, so, jetzt habe ich zum Beispiel körperliche Schmerzen, jetzt nehme ich eher CBD-Tropfen? Oder jetzt habe ich das und das oder kann schlechter einschlafen, da kann ich mir besser einen rauchen. Kannst du das so machen? Oder? Also ich habe schon eine ziemlich große Menge an Cannabis in mir, damit ich, also was ich mir auch nachts dann noch zuführe, damit ich morgens nicht so ganz aggressiv und schmerzgepeinigt aufstehe. Ja, wie soll ich das sagen? Ich kann es eigentlich gar nicht so genau sagen. Wenn ich Cannabisöl habe, dann nehme ich unheimlich viel Cannabisöl, damit ich so viel Schmerzfreiheit für den Moment erreiche, wie ich irgendwie erreichen kann. Wenn dann diese Tage kommen, wo kein Öl vorhanden ist, merke ich die Schmerzen dann natürlich doller, was natürlich nicht heißt, ich bin jetzt abhängig, das ist halt nur Schmerzpegel bedingt. Und wie gesagt, meine Schmerzen habe ich ja schon seit 16 Jahren und 5 Gramm Heroin, eine Flasche Tramal sowie 50 Diazepam und ein paar Pillen nebenbei haben diese Schmerzen nicht wegbekommen. Dadurch, dass noch einige Vorfälle jetzt da drauf gekommen sind, neben Krebs und Leber und Herzproblematik, ist das halt alles ein bisschen schwierig, aber ich ersetze seit dem 27.12.2012 komplett alle Medikamente. Ich kann das ist schon also und auch meine Chemotherapie. Also die Medikamente hätten dich mehr oder weniger auch kaputt gemacht weiterhin. Ne? Die hätten mich getötet, absolut. Und hätte ich weiter auf das Gerede der Ärzte gehört, würde ich hier auch heute nicht mehr mit euch sitzen und darüber sprechen können. Ich bin froh, glücklich und dankbar, dass ich von diesem Lick-Simpson-Öl erfahren habe. Ich habe es erst ein bisschen für Spinnerei gehalten. Mittlerweile muss ich sagen, nachdem meine
Vierer-Tumor-OP ja nicht so gut geglückt ist. Und wie gesagt, meine Tumore, ich hatte Zweier, Dreier und Vierer, es sind laut Schriftstück schon, also es ist nur noch Zweier sichtbar, was natürlich super für mich ja ein Hit ist. Ne? Also der Krebs ist nicht mehr das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist jetzt verlagert auf die Leber und das Herz. Und ja, wie gesagt, halt nebenbei die 5 Diagnosen im Rücken, die sind natürlich das, was mich am meisten belastet. Nee, ja. Ich könnte halt oft Bäume ausreißen, aber mein Rücken sagt dann, ist nicht, du bleibst mit deinem Arsch im Bett. Mhm. Und das geht natürlich dann auch auf die Psyche, man wird depressiv, durch die Schmerzen kann man dann schlecht schlafen, man kann nicht lange stehen, nicht lange laufen, nicht lange sitzen und man versucht halt immer nach außen ein bisschen motivierend zu wirken, dann denken die Leute aber gleich, hey, der geht's doch gut. Motivierung, genau. Ja, ich habe nämlich ganz kurz eine Frage, Mutti. Und zwar, wie sieht das aus? Also ich persönlich ich nutze natürlich auch Cannabis schon immer, als wenn es mir schlecht ging oder was weiß ich, wenn ich krank war oder was weiß ich, habe ich auch schon immer geraucht. Da haben andere gesagt, wie kann man rauchen, wenn man, was weiß ich, so, wenn man jetzt Grippe hat oder sonst irgendwas. Aber bei mir hat die Grippe auch nie so lange gedauert wie bei anderen Leuten dann. Muss ich sagen, wenn ich kontinuierlich geraucht habe oder auch viel gegessen habe, das ist auch immer sehr wichtig, dass man einfach auch viel isst, wenn man krank ist und einen Stoffwechsel anregt und so weiter. Was ich jetzt aber so fragen wollte, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel was rauche, ja, dann bin ich am ersten Tag total dicht, wenn ich jetzt lange nicht geraucht habe oder sowas. So, ne? Und dann denke ich mir auch, boah, wie dicht bin ich, denn was weiß ich so. Und der zweite, der kickt auch noch richtig. Aber nach 3-4 Mal, dass ich mir wieder eine Bonge reingezogen habe, dann habe ich wieder meinen Pegel so ungefähr erreicht und dann merke ich ja gar nicht mehr so viel. Ne? Das heißt, eigentlich, wenn ich es mir leisten könnte, würde ja mein Konsum auch stetig so ein bisschen steigen. Ne? Also es steigt ja nur nicht, weil man sich das dauernd einteilen muss und sich wieder mehr Tabak dabei knallt oder sonst irgendwas. So, und ist das nicht bei den Patienten eigentlich genauso, dass die eigentlich, also ich habe jetzt zumindest schon von 2 Patienten das mittlerweile gehört, dass die eigentlich mehr bräuchten, als wie sie auf dem Zettel stehen haben. Das heißt, die haben jetzt dann vielleicht nicht 150 Gramm, wie manche anderen Leute da stehen oder was weiß ich, sondern sind auf einen Monatsbedarf von 60 Gramm medikamentiert oder was weiß ich, so dass sie ihre 2 Gramm pro Tag haben. Aber irgendwann, wenn du dann wirklich diese 2 Gramm mal pro Tag dann auch wirklich rauchst, dann merkst du dann vielleicht auch, dass du schnell an die 3 Gramm Grenze kommst. Wie sieht das da generell aus? Wie würdest du das sagen? Also mein Konsum hat sich nicht verändert. Ja, das heißt 2 Gramm pro Tag oder 3 oder? Nein, also ich nehme schon, wenn ich Öl habe und so, dann versuche ich mir natürlich so viel zuzufügen wie möglich, aber irgendwann erreichst du eine Grenze, die macht dich nicht mehr breiter. Und Claudia, wie ist das überhaupt mit den Mengen überhaupt? Sind die begrenzt bei euch oder wird das pro Patient festgelegt? Ich habe einen Bedarf eingetragen von 75 Gramm im Monat. Da war ich auch absolut ehrlich und habe auch nicht übertrieben, eher ein bisschen runtergeschraubt, weil ich ja nebenbei noch Öl mache. Aber auch aus dem einfachen Grunde, weil mir von vornherein bewusst war, hey, ich kann es eh nicht zahlen. Und Claudia, weißt du irgendwas, das gibt es irgendeinen Patienten in Deutschland, wo die Kosten übernommen werden? Gibt es da irgendwelche Berichte oder gibt es das gar nicht? Oder gibt es nur eine Teilkostenübernahme? Es gab einen Patienten, wo was übernommen worden ist, glaube ich, bis jetzt, also zumindest offiziell. Da ist wahrscheinlich auch nur für 2 Jahre, so wie in Österreich. Also, das war für 3 Monate, glaube ich. Und dann haben befristet hat man ab und zu eine Chance, dass es übernommen wird. Ein paar Einzelfälle gibt es schon, wo das die Kasse zahlt, aber das Problem liegt halt am Versicherungskatalog. Solange wie Cannabis als Medizin nicht im Versicherungskatalog eingetragen ist,
ist es Kulanz der Kasse, wenn sie zahlt? Und warum will sie Gelder rausschmeißen für kranke Menschen, wenn es eh illegal ist und sie es nicht müssen? Ja. Man sollte auch nochmal erwähnen, ich glaube, das Berokan, was man kaufen kann, also diese 75 Gramm kosten nicht 10 Euro pro Gramm? Oder was? 5 Gramm, 75 Euro. Also 15 Euro. Ja, aber Mario, das ist zu Bundesland auch überall anders. Das muss man auch dazu sagen, weil ich habe Fälle auf meiner Seite zum Beispiel, da kostet zwischen 90 und 110 Euro 5 Gramm. Also das ist auch zu jedem Bundesland auch anders. Okay, das ist also völlig verschieden. Ah, wie dann mit der Übernahme, ob es gleich... Was ja eigentlich Farce ist, weil Bedrokan das Gramm für 2,50 Euro rausgibt und der Zwischenhändler das dann hochschiebt auf 60 oder 65 Euro. Ja, und in der Tschechien kostet es dafür wieder ganz wenig. Kostet, glaube ich, 7 Euro pro Gramm oder so. Oder 9 Euro oder so. Ja, und die Holländer bezahlen in der Apotheke irgendwie nur 7,50 Euro oder so. Ja. Und das muss man sich auch mal immer vor Augen halten. Also die Leute, die so zuschauen, im Grunde genommen, also selbst wenn man diesen weiten Weg gegangen ist und das irgendwann mal bekommen hat, dann ist Bedrokan schweineteuer. Dann ist Dronabinol schweineteuer. Also hier kostet so eine kleine Flasche zwischen 120 und 180 Euro. Damit kommst du nicht mal, also je nach Krankheit und so, aber ich komme damit nicht mal eine Woche oder zwei aus. Es hilft auch nicht bei allen Symptomen, sondern nur bei gewissen. Ja, und diese Rick Simpsons Methode, die kann sich fast überhaupt keiner leisten, weil du brauchst dafür zwischen 3 und 6 Monate mindestens Therapie durchgehend und das kostet dich, glaube ich, zwischen 7.000 und 10.000 Euro. Das heißt, das ist für einen Normalsterblichen eigentlich gar nicht möglich. Ja, ja, aber ich muss sagen, ich habe jetzt Euro-Jackpot gespielt, ja, und wenn ich jetzt gewinne, das sind 19 Millionen jetzt, morgen ist der Jackpot, ja, Mario, wenn ich gewinne, Alter, spende ich 2-3 Millionen. Da machen wir eine genau, da machen wir was für Krebskranke und der Handverband kriegt natürlich auch eine 500.000 ab. Und der hat schon genug jetzt. Ich würde gerne noch eine Frage beantworten, die auf YouTube gestellt wurde. Wo wurde was bestellt? Auf YouTube wurde ich gefragt, also beziehungsweise da steht, mein Opa hat Lungen- und Leberkrebs und die Ärzte wollen schon keine Chemotherapie mehr beginnen, so schlimm ist es. Er isst kaum noch was und ist nur am Abmagern. Er hat Montag seine erste Chemo. Hast du ein paar Tipps für mich? Ja, auf jeden Fall habe ich da ein paar Tipps. Cannabis ist auf jeden Fall förderlich, was das Essen betrifft. Und auch die Schmerzzustände und auch die Entzündungen. Also ich würde versuchen, einen Antrag zu stellen, aber schon mit Medikation zu beginnen. Also gleichzeitig. Weil wenn das so schlimm ist, sollte man halt schon. Also ich würde ganz dringend mit Schmerztherapeut und Krebsarzt einen Antrag auf Cannabis stellen und vielleicht mit Dronabinol vorarbeiten und dann schauen, dass man, naja, dass man sich im Prinzip selbst versorgt, dann am Ende mit Rick Simpson Öl, wenn man die Erlaubnis hat, weil ja. Importieren und so ist ja auch wieder nicht erlaubt. Und ich denke mal, die, das hilft halt, also es kann schnell helfen. Wie gesagt, vielleicht müssen wir wieder ein bisschen lernen, uns selber zu helfen, ja, Communities aufzubauen und uns wirklich wieder solidarisch selber zu helfen. Warum sollen wir uns von Staaten töten lassen, wenn wir genau alle wissen, dass unsere Natur uns helfen kann, ja? Ja, aber ich kann jetzt nicht zu Straftaten aufrufen. Ja, natürlich kannst du das nicht. Aber selbst der Kriminologe Böllinger aber wir können zur Eigenverantwortung auch. Ich mache nur Satire, ja, ich bin Satiriker, ich kann das machen. Ja.
Also ich denke mal, nee, guck mal, wenn wir zur Solidarität oder zur Selbsthilfe aufrufen, dann kann uns das ja keiner verbieten. Ich habe jetzt nicht gesagt, was wir tun sollen, oder? Aber jeder ist so eigenverantwortlich, dass ich sage, wenn ich jetzt Krebs bekomme, dann werde ich mir mein Öl entweder selber anbauen oder selbst besorgen und da wird mich kein Staat von abhalten. Zum Erwähnen wäre auf jeden Fall, wenn er jetzt dann die Chemo auffängt, dass auf jeden Fall gleich Dronabinol oder Cannabis sicher gleich eine Wirkung hat. Ja, das wird wahrscheinlich vorteilhaft. Das wird sicher gleich einmal helfen. Ja, aber was heißt, da wird dich kein Staat von abhalten? Das ist ja auch nicht unbedingt so richtig, weil wenn du keine Kohle hast, dir ein Busticket irgendwo hinzuholen, dann wirst du auch kein Geld haben, noch um dir Öl zu holen, beziehungsweise die Dinge, die du brauchst, um dir Öl herzustellen. Ja, das ist ganz genau. Und was auch noch zum Erwähnen ist, CBD, sagt unser Arzt, dass CBD nur im Ganzen wirkt mit THC. Also CBD alleine ist nicht so wirksam wie mit THC. Ich habe auch depressiv gemacht. Alleine. Ja. Ich denke, man sollte eben auch die Sorten noch mehr beachten, weil das sind so unterschiedliche Wirkungsweisen. Man spricht oftmals einfach nur vom Cannabis, aber die einzelnen Sorten haben so unterschiedliche Wirkungsweisen. Eben auch die eine Sorte macht mehr Hunger, die andere Sorte macht nicht so Hunger und alles. Und wenn man da eben auch Leute, die irgendwas probieren, die probieren vielleicht genau die falsche Sorte oder vielleicht was viel zu stark ist oder eben so. Und da kann man nicht alles irgendwo in den gleichen Topf reinschmeißen. Und man sollte da vielleicht auch ein bisschen mehr noch darauf achten, auch was man eben mehr CBD-lastig, mehr THC-lastig und alles. Und das gibt so verschiedene Wirkungsweisen, wo eben die eine Krankheit dann besser diese Sorten bevorzugt angewendet werden sollten. Und das sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr drauf schauen. Genau, ich weiß zum Beispiel bei Rückenschmerzen oder auch bei Migräneanfällen hilft CBD zum Beispiel wieder super. Das muss man wirklich unterscheiden, hat Andreas völlig recht. Ja. Ich habe noch mal eine Frage bezüglich auf das Krebsthema. Welche Konsumform ist denn eigentlich am besten bei Leuten mit Lungenkrebs? Weil wenn ich selber Lungenkrebs hätte, dann würde ich es nicht unbedingt rauchen wollen. Bei schweren Krankheiten würde ich immer zum Essen raten. Ja. Es ist zwar am Anfang schwierig, da seine Dosierung zu finden, aber hat man sich erstmal an einen gesunden Pegel gewöhnt, ist das am längsten wirksame Mittel im Körper und wirkt am längsten auf die Schmerzen. Ja, und auch am schönsten. Also ich würde das auch jedem Konsumenten empfehlen. Das Problem ist einfach, dass man zu viel hat, um die ganze Zeit das zu verkochen. Ja, Kekse, Butter, es gibt etliche Möglichkeiten, wie man es auch verarbeiten kann, ohne dass man es jetzt so essen muss. Ja. Das Ding ist aber, wenn ich das zum Beispiel rauche und es direkt in die Lunge gelangt, ist es dann nicht zum Beispiel effektiver in der Lunge? Also es schädigt deine Lunge und geht schnell in deine Birne, aber wenn du richtig genießen willst, schaffst du dir einen Vaporizer an und lässt die Schadstoffe der Verbrennung auch noch aus deinem Körper. Aber ich bin auch so dumm und ich rauche auch ab und zu mal noch mit Kneifende, mit Tabak. Ja, und zum Beispiel bei Sachen wie Migräne, jetzt so sag ich mal im Kopfbereich oder was weiß ich, wo sowieso was vielleicht mit Sauerstoff zu tun hat oder sowas, da kann das eventuell helfen, kann aber auch Kopfschmerzen noch viel schlimmer machen, ne? Lars, zu dem Thema habe ich schon einige Erfahrungen gemacht. Das Ding ist, Rauchen würde ich nicht unbedingt bei Kopfschmerzen empfehlen. Also mir hat es nicht wirklich gut getan. Wenn ich einen geraucht habe, solange ich breit war für die 2 Stunden, waren die Kopfschmerzen einigermaßen weg. Nach den 2 Stunden, wenn ich breit war, kamen die Kopfschmerzen wieder und sie wurden schlimmer. Das Ding ist, ich habe die Kopfschmerzen nur weggekriegt, wenn ich einen rauch, mich pennen lege und hoffe, dass ich in den 2 Stunden wegpennen kann und dann ohne Kopfschmerzen wieder aufwache. Naja, auf jeden Fall, das hatte ich auch früher ziemlich oft sogar. Ich muss auch noch zum Erwähnen, war auf jeden Fall, wenn man es isst, auf jeden Fall, dass man mit einer sehr kleinen Dosis anfängt und mindestens einmal 2 Stunden wartet auf jeden Fall, weil die Wirkung sehr lange eintreten kann. Das ist bei jedem ziemlich verschieden, bei einem kann es schon eine Dreiviertelstunde sein, bei einem erst in 2 Stunden. Und wirklich mit einer ziemlich kleinen Dosierung, also sprich mal, wenn man nicht Erfahrung damit hat, würde ich mal sagen, so 0,2 höchstens oder 0,4. Und mit Butter einfach lösen oder mit Öl einfach das Cannabis.
Schmerzen und Entzündungen möchte ich noch darauf hinweisen, dass eine Dekarboxylierung ganz gut ist, indem man halt das Cannabis vorher in den Ofen packt bei 100 bis 200, von 100 bis 120 Gramm. Je nachdem, wenn man fitter werden will, dann nur kurz erhitzen, wenn man etwas müder und schmerzfreier werden möchte, dann ruhig so 10 bis 20 Minuten. Das ergibt dann ein Pulver. Es darf, also man kann es so verreiben dann einfach und dann verwenden im Essen als Gewürz. Hat dann auch nicht so einen ekligen Geschmack. Auch wenn man Rick Simpson isst, irgendwann mag man es nicht mehr essen. Es schmeckt einfach gruselig, aber es hilft halt. Ne? Das schön sein will, muss leiden. Ja, hat meine Oma schon immer gesagt, wenn es bitter ist, ist es gesund oder so, irgendwie sowas. Ja. wir müssen auf jeden Fall sehr viel mehr daran arbeiten, dass die Leute sich mehr vernetzen, sich gegenseitig helfen. Viele wissen wirklich noch viel zu wenig, auch wenn man immer wieder drüber redet und auch wenn es eigentlich viel im Internet gibt. Wo man rauscht ein bisschen, ist das ja bei mir so? Man versteht. Na Mario, du rauscht ein bisschen, ja, du rauscht ein bisschen, Mario, beim Reden. Irgendwas hat der Kabel. Okay. Ein bisschen das. Wie ist das? Okay. Also ich sitze nicht am Meer. Also ich habe ja hier diesen NSA-Verfassungsschutz Bonus-Account, ja. Ich habe ja hier mehrere Monitore auch und ich höre euch super. Ich guck mal, ob das mit meinem Sohn anders geht. Du rauscht früh. Hätte es vorher sein können. So. Wenn welche Zuschauer zuschauen, ihr könnt bitte gerne Fragen stellen an uns und ja. Mario, also, ich würde gerne noch was sagen zu Cannabis-Patienten. Okay, ja, bitte. Also ich war ja am Wochenende in Düsseldorf bei dem verrückten Harald Bolten. Ne, der ist auch Cannabis-Patient und ADHSler oder wie man das auch so sagt. Ne? Und der ist gleichzeitig ja auch der Marathon- oder Cannathon-Mann. Ne? Also der ist einen Marathon gelaufen als Cannabis-Patient. Ich weiß nicht, ob er der erste Cannabis-Patient weltweit ist, der das getan hat, aber auf jeden Fall bestimmt deutschlandweit. Zumindest ist er der erste Cannabis-Patient deutschlandweit, der einen Marathon bestanden hat und das jetzt an die große Glocke hängt, sag ich mal. Ne? So. Er hat mir schon vor über einem halben Jahr hat er mich schon dazu eingeladen und da habe ich schon ja gesagt, dass ich da hinfahre und so weiter und so fort. Und deswegen konnte ich auch nicht mehr nein sagen, obwohl ich letztendlich kurz vor der Veranstaltung auch noch ziemlich angenervt war ein bisschen und eigentlich fast schon gar nicht mehr da hingefahren wäre am liebsten so, weil ich auch gerade eine Tochter gekriegt habe, die übrigens Dahlia Hazel heißt. So und ich wusste nicht, was mich da erwartet, so einfach. Ne? Und dann bin ich halt da hingefahren und ich habe den Harald dann halt da getroffen und dann war da noch jemand, der Nachbar von dem Harald, der den Harald auch noch unterstützt hat. So. Es hätten aber viel mehr Menschen sein können. Ja? Bitte das Mikrofon aus, Mario. Ja, geht das? Ja, das ist es aus? Das Tippen ist ziemlich laut. Oder rauscht es jetzt immer noch? Nee, aber das Tippen ist ziemlich laut, wenn du so tippst. Nee, das Rauschen ist aber weg. Das Rauschen ist weg, ja. Was ich auf jeden Fall sagen wollte ist, ich bin dann auf jeden Fall da angekommen und habe erstmal gemerkt, ey, der Harald ist wirklich hyperaktiv und der redet noch mehr als ich, wenn ich anfange zu reden mit der Webcam. Ja? Und der redet und redet und ich komme gar nicht zu Wort. Ja, und der erzählt mir das vom Marathon und das vom Marathon. Ich dachte vorher immer, das ist so ein, da rennen so ein paar Leute 500 Meter hintereinander her und sowas, weißt du, so. In meiner Stadt machen die auch so einen 5-Kilometer-Lauf, so. Und ich dachte, das ist in Düsseldorf nicht anders. Aber also, in Düsseldorf ist das ein richtiger Marathon, ne, und Marathon heißt 40 Kilometer, über 40 Kilometer laufen.
Ja, ich bin so ein Schwachkopf, ich habe mir das vorher gar nicht ausgemalt. Ne? Aber 40 Kilometer laufen, das heißt, wenn du da nicht für trainiert bist, kippst du am Ende tot um. Ja, deswegen ist auch der Name Marathon überhaupt erst entstanden. Oder die Disziplin Marathon, ne? Nach der griechischen Stadt Marathon benannt. Auf jeden Fall ist es Fakt, dass keiner von uns wusste und auch jetzt noch nicht weiß, ja, und selbst wenn ich es euch erzähle, werdet ihr noch nicht wissen, was für ein Potenzial hat diese Veranstaltung Kanaton, ja, also der Marathon. Ich dachte am Anfang nur, das ist ein Hirngespinst vom Harald in seinem Kopf, ja, aber das ist nicht so. Ja, also das ist wirklich so, dieser Marathon, der wird da in Düsseldorf wohl jetzt jährlich gelaufen mittlerweile. Und das ist so ein richtiges Frühjahrsevent. Dann fängt das Frühjahr in Düsseldorf an, ja. Das heißt, der Ausnahmezustand Karneval, ja, der ja noch so Winter ist, sag ich mal, so winterlich, da könnte noch Schnee liegen und was weiß ich, der geht gleich in diesen Ausnahmezustand Marathon über, ja, in Düsseldorf. Das heißt, von dem Zeitpunkt, wo der Karneval weg ist, werden die Marathonplakate da aufgeschlagen und was weiß ich. Und da rennen dann 16.000 Läufer. Plus nochmal 3000 Fahrradfahrer, dann nochmal welche, die auf einem Rad fahren und was weiß ich, also insgesamt vielleicht 20.000, 21.000 Athleten, die da verschiedenste Strecken durch Düsseldorf rennen oder fahren. Und gleichzeitig hast du da halt ein Publikum von nochmal 30.000 Leuten oder so, die drumherum stehen. Ja? Und ich bin mit meiner Handpuppe dann dahin und habe halt gesagt, hopp, 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 Pferdchen raucht dein Ott. Hopp, 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 Pferdchen, lauf, galopp. Und solche Sachen halt. Ne? Und die Leute sind voll drauf abgefahren. Ne? Und dann habe ich den Leuten gesagt, hey, da läuft ein Cannabis-Patient mit. Da haben die Leute gesagt, was, cool. Weißt du so? Das heißt, aber ich war alleine. Das heißt, wenn wir jetzt ein Team gewesen wären von 50 Leuten nur, dann hätten wir da mehr Leute erreicht als auf der Hanfparade. Weil die Leute interessieren sich für Sport und für andere Sportler, für außergewöhnliche Geschichten von Sportlern, ja. Vielleicht eine Oma, die einen Marathon läuft, ja. Das ist auch was Besonderes da, ja. Deswegen will ich, dass wir nächstes Jahr einen LKW haben und vielleicht ein, zwei, drei Hanfpatienten, die da einen Marathon laufen. Und ich nenne euch auch den Grund, ja. Weil wenn ich da einen Marathon laufen würde, als Nicht-Cannabis-Patient, und die würden mich kontrollieren wegen Doping, dann würde ich für alle anderen Sportarten das Recht verlieren, lebenslänglich oder auch 25 Jahre lang oder was weiß ich, da jemals wieder mitzumachen. Das heißt, das kann ich dann knicken. Jeden anderen Sport. So, und das will ich nicht. Deswegen riskiere ich das nicht, gedopt auf so einen Marathon zu laufen. Das heißt, ich laufe da nicht mit. So, deswegen, weil Sport im Verein am schönsten ist, ja, wegen dieser scheiß Sportkampagne in den 90ern, wo die praktisch alle Kiffer aus den Sportvereinen rausgeekelt haben, ja, davor habe ich auch noch im Sportverein Sport gemacht, aber ab den 90er Jahren, ab der Kampagne Keine Macht den Drogen, ist Sport für Kiffer in Sportvereinen hier in Deutschland tabu, ja, es sei denn, du findest irgendwo einen gescheiten THC, also Turnhandballclub. Ja, aber Lars, das gehört ja eigentlich übrig gemacht, zu jedem Vereine oder zu jedem Anlässe oder sowieso. Einfach, wo mehrere Leute sind, einfach hingehen und einfach Aufklärungsarbeit betreiben, einfach auf quasi. Auf jeden Fall. Und wir müssen uns bewusst werden. Wir müssen uns bewusst werden, dass so eine Aktion nicht nur für Patienten gut ist, sondern wenn da viele Patienten mitlaufen und beweisen, ja, dass Cannabis kein Mittel ist, was irgendwie Dopingrecht Platz hat, ja, sondern Cannabis ist ein Patient, womit du eigentlich die Patienten behandeln musst, damit die beim Marathon nicht sterben. So sieht das aus. Okay, Lars. Du und Claudia, ich hätte eine Frage an dich nochmal. Es ging halt ums Rick Simpsons Öl. Wie findest du, und ist das das stärkste Mittel, was es überhaupt in Cannabis gibt? Und wie ist die Wirkung auf dich? Also, wenn es nur nach dem High-Grad geht, dann ballert Simpson und Bedrocan am krassesten. Okay. Und brauchst du viel von Simpson? Braucht man viel davon, oder? Was? Braucht man viel davon und wie wendest du das an? Was für eine Dosis? Das ist unterschiedlich. Wie gesagt, Rick Simpson Öl habe ich ja nicht immer und trotzdem sind meine Sachen rückgängig. Und
Bedrocan habe ich leider auch nicht immer, weil ich mir halt finanziell nicht leisten kann. Und ja, es ist ich bräuchte eigentlich am Tag, na, kann sagen, ungefähr 1,5 Gramm Bediol, 1,5 Gramm Bedrocan und ein paar Tropfenöl. Das würde mir reichen gegen Schmerzen und Zustand, weil mehr als breit und Schmerzlinder, es geht halt nur bis zu einem gewissen Punkt und darüber kannst du machen, was willst du. Es geht da dann nicht drüber. Und hast du schon eine Kostenübernahme angesucht oder so? Ach, ich habe weder eine Kostenübernahme noch irgendwas. Ich bin jetzt Mitpetentin bei Franjo in der großen Petition vorm Bundestag. Und wie gesagt, ich kotze ab, also meine Existenz geht flöten. Ich bin ja voll erwerbsunfähig und arbeite trotzdem. Von dem ganzen Erarbeiteten über Monat bleiben mir dann 100 Euro. Und ja, also da ist dann auch nicht viel mit mehr Medizin bezahlen. Illegal möchte ich so wenig wie möglich tun. Fällt mir aber nicht leicht, weil ich die Schmerzen einfach nicht aushalten kann. Somit versorge ich mich nebenbei halt auch noch über den Schwarzmarkt. Eine Anbaugenehmigung habe ich noch nicht gestellt, weil ich gerne erst den Verlauf von Günter Weiglein beobachten möchte, wo es ja im August auch weiter fortgeht. Er hat ja vor 4 Jahren mal einen Antrag gestellt und seitdem boxt er sich sozusagen ja, mit der Bundesrepublik. Weißt du, was davon irgendwas das schon gibt in Deutschland, der was... Ausnahmegenehmigung fürs Anbauen hat. Es gab schon eine Ausnahmegenehmigung von einem, der durfte in der Küche anbauen, aber ich glaube, der ist gestorben, hieß ja nicht Bernd oder so. Und warst der du war, der war ganz, ganz dünn und hat auch kaum gegessen und der hatte, glaube ich, also da habe ich einen Artikel gelesen, dass der in seiner Küche Marihuana-Pflanzen anbauen darf und Und stimmt das nicht, dass man ganz, ganz schlimme Voraussetzungen haben muss fürs Anbauen? Ja, ganz bösartig. Also ich finde es ja sowieso eine Farce, wenn man jetzt Opiate bekommt oder so, da fragt niemand, wo bewahrt man die auf oder sind da Kinder im Raum oder wie schützt man die vor Dritten? Das muss man bei Cannabis. Bei Cannabis musst du sagen, wo bewahrst du das auf? Wie schützt du es vor Dritten und so weiter und so fort. Also da sind so viele Hürden und gerade in Sachen Cannabisanbau, dann wird dann gefragt, wie dick sind die Wände, sind die Fenster vergittert, sind es tragende Wände oder eingeschobene Wände, wie ist die Haustür gesichert, also man muss da richtig Konzepte schreiben und notfalls bis 20.000 Euro an Kosten investieren, bevor man da überhaupt mal die Möglichkeit hat, ein OP zu bekommen. Dem fällt halt immer was ein. Die WEFA möchte gerne mehr machen, aber sie kriegt halt ständig auch einen aufs Dach von oben. Und ja, die BfArM kriegt halt immer den ganzen Mist ab, also einmal von uns Patienten und dann einmal von der oberen Stelle, wie schon wieder ein Antrag, nee, lehnt den ab und so. Ja, das war's, Claudia, wie es mit dem Urlaub vorne ist, braucht man da Sondergenehmigung dann extra wieder, wenn man zum Beispiel Türkei fliegen will oder so? Ja, genau, also da habe ich mich selber noch nicht schlau gemacht, wollte aber bei der BfArM nochmal anrufen und mich da erkundigen, wie das aussieht, wenn man jetzt wirklich mal in den Urlaub fliegt. Das ist bei mir zwar nicht so, aber es kann ja mal sein, dass ich nach Österreich fahre oder nach Bayern oder so, um da Freunde zu besuchen. Und was ist dann mit meiner Genehmigung, was da mit Medizin, wie sieht es aus mit meiner Erlaubnis in anderen? Ja, aber ganz ehrlich, bevor man in die Türkei fliegt, sorgt man doch erstmal dafür, dass man komplett medikamentiert ist. Und ich habe noch von keinem Patienten in Deutschland gehört, der ausreichend Medizin hat. Nein, aber man muss auch wissen, die irgendwelche Kollegen haben, oder? Es geht einfach um die Probleme, dass man nicht einsteigen kann oder dass ich mir einfach kein Flugticket reservieren kann, weil ich wegen einem Tag oder 2 Tagen, weil irgendeiner von der Familie gestorben ist, einmal als Beispiel, dort nicht hinfliegen kann zum Begräbnis, das kann es ja nicht sein. Ja, in Österreich muss man extra, glaube ich, das heißt auch
jetzt weiß ich nicht genau, in den Gerichtshof nach Wien oder so schreiben, sogar wegen Dihydral, sogar wegen Morphium. Und dann muss man 3 Stempel kriegen, pro Stempel 10 oder 15 Euro. Dann kriegt man das zurückgeschickt und das muss man in den Koffer zweimal kopieren und das muss man im Koffer haben. Und dann kann man erst die Medikamente mitnehmen ins Ausland. Okay. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, wir reden jetzt so ungefähr fast seit 2 Stunden über den Ist-Zustand. Ja? Also wäre es nicht mal cool, wenn wir anfangen, über den Soll-Zustand reden, beziehungsweise, ich denke mal, das sind ja auch Sachen, die einfach, wenn wir die ganze Zeit nur darüber reden, wie es ist, ja, dann verstreicht schon so viel Zeit für Patienten, die nicht wissen, wo sie jetzt ihre Medikamente herbekommen. Ja? Das ist also völlig recht, Lars. Ich möchte dazu nämlich auch mal kurz was sagen. Und zwar das, was ich vorhin gesagt habe, wir wollen hier natürlich keinen zur Kriminalität aufrufen oder wie auch immer, aber ich denke mal, es muss einfach mehr getan werden und die Leute müssen sich einfach mehr trauen. Jeder muss dann natürlich auf seine Familie achten, auf sich selber, auf seine Arbeitsstelle, wie auch immer, das muss jeder für sich selber verantworten. Wir haben ja ganz viele Fälle in Österreich, auch ich, wie ihr wisst, habe schon mal eine Selbstanzeige mit 1 Kilo gemacht. Ich bin schon mit 72 Pflanzen erwischt worden. Da ging es sogar darum, dass die Leute mich angeschissen haben und so weiter. Das Risiko muss man abwägen. Die meisten, die nichts verkaufen, sondern nur das für sich machen mit ein paar Pflanzen und wirklich nichts abgeben, sondern das nur für sich machen oder ihre Krankheit, das dann auch durch einen Arzt bestätigen lassen, die werden nicht bis fast gar nichts vom Richter bestraft werden. In Deutschland teilweise läuft das meiner Meinung nach auch schon so, zumindest in den Großstädten. Bayern ist vielleicht noch gefährlicher. Mhm. In Österreich gibt es immer mehr Fälle, wo die Leute einmal vor Gericht kommen. Der Richter macht Dudu. Wenn er Pech hat, haben sie ihn mit dem Führerschein erwischt oder so, dann gibt es da noch immer ein bisschen Probleme. Da braucht man dann teilweise einen Rechtsanwalt. Und wir haben aber jetzt immer mehr Fälle, wo die Leute geduldet werden, wo die genau wissen, die Bullen, der Bürgermeister, wie auch immer, er schon wieder, komm, lass den in Ruhe, der macht das eh für seine Mama, der ist selber krank, dem können wir eh nichts. Das heißt, die haben zwar keine Erlaubnis, aber die machen so auch kein Theater mehr. Mhm. Also, und ich denke mal, wir müssen mehr hin, es muss gesellschaftsfähig werden. Ja, aber von der Duldung noch weit entfernt. Also das ist ja, das hat ja nichts mit einer Duldung im eigentlichen Sinne zu tun. Das ist ja eher so, wir können nichts machen, also machen wir mal die Augen zu. Das ist ja auch irgendwie bescheuert. Für wen ist es bescheuert? Für den das macht nicht, weil der wird in Ruhe gelassen. Für den Patienten ja auch, der wird ja auch regelmäßig dann irgendwie in Probleme kommen etc. Pp. Nee, eben nicht. Ich sag ja, der wird in Ruhe gelassen. Ja, aber der irgendwo die Augen zumacht, ist auf jeden Fall ein Held. Ne? Das ist ein kleiner Edward Snowden. Ne? Ja, das mag ja sein, aber trotzdem ist es ja immer ein angespanntes Verhältnis. Also wenn ich Patient werde, würde ich nicht die ganze Zeit gerne mit der Gunst des Bürgermeisters oder der Gunst meines Polizisten in meinem Bezirk irgendwie rechnen wollen. Das wäre ja irgendwie, das wäre kein angenehmes Gefühl für mich so. Nein, nein, diese Willkür ist natürlich scheiße, aber es ist natürlich schon mal nicht schlecht, wenn diese Willkür nicht nur die Verwandtschaft trifft, sondern wenn das größer wird und wenn das mehr in die Allgemeinheit trifft, ne? Ja, aber es ist ja quasi, wie gesagt, Denn wenn ich ja um der Ecke dann als Vorzeigedealer dann gepackt von denen oder sonst irgendwas. Aber ich sag mal so, die Polizei drückt da ein Auge zu, wo sie ein Auge zudrücken kann oder wo sie es nicht mehr aushält, ne? Oder wo das in der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert wird. Ne? Es gibt halt verschiedene Gründe, warum die sagen können, nee, oder warum sie weggucken. Ne? Und es ist natürlich so, dass das jetzt erstmal dadurch, dass das viel öfter erstmal in den Medien ist, ne? Die können hier doch jetzt gar nicht ernsthaft sagen, dass wir die Selbstjustiz der Polizei gutheißen. Also das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Nein, gar nichts. Nee, das sagt ja keiner. Ich glaube, da wurde jetzt irgendwas hier falsch verstanden. Es geht ganz einfach darum, dass die Leute sich mehr trauen und es dann teilweise in je nach Region, je nach Polizeirevier, wie auch immer, dass es da einfach Leute gibt, die es auf einmal machen, ohne dass einer was sagt. Ja, oder siehe das Bild in Hannover, wo der Polizist unterschreibt. Wie auch immer, das kannst du jetzt nicht pauschalisieren oder wie auch immer, man sollte einfach, oder derjenige muss dann einfach froh darüber sein. Ja,
es ist immer über ein Kampf, ja, ob du jetzt einen Führerschein klemmen will, ob sie dich anhalten mit der Polizei, ob sie bei dir eine Hausdurchsuchung machen oder wie auch immer. Die Frage ist, man sollte auch immer das Risiko für sich abwenden. Was passiert im schlimmsten Fall eigentlich? Ja, und ich denke mal, wenn sich darüber ein bisschen jeder im Klaren ist und die Leute sich allgemein mehr trauen, wir sehen das zum Beispiel bei den Filmen, wenn sich nur 5 Leute im Monat Filme runterladen würden, dann würden diese vor Gericht stehen und Millionen zahlen müssen. Dadurch, dass es aber urviel Millionen Menschen machen, kommen die dem gar nicht mehr nach. Ja? Und im Grunde genommen wird fast nichts gegen die Leute unternommen, außer gegen die Serverbetreiber selber. Ja. Ja, nee, das ist auf jeden Fall richtig. Also wir sehen das ja wahrscheinlich alle genauso, denke ich. Was brauchen wir also? Eine kritische Masse. Eine kritische Masse erreichst du nur, wenn sich immer mehr Leute immer mehr trauen. Das ist einmal so, aber ich denke mal, wir brauchen für die Patienten jetzt schnell eine Lösung. Das heißt, im Prinzip, also ich hab sogar eigentlich eine Idee, das ist zwar ein Stück wieder Utopie, ja. Aber ich denke mal, das ist eigentlich auch eine Idee, die man in 2-3 Tagen umsetzen kann und die dann vielleicht ein halbes Jahr lang wirken kann, ja. So, und wenn diese Idee ein halbes Jahr lang wirkt und das wirklich Früchte trägt, ja, meine Idee baut darauf, dass es auf der anderen Seite der Welt, ja, wo es jetzt gerade legalisiert worden ist, dass es da eben ein paar Freaks gibt, die sagen, hey, da in Deutschland gibt es Leute, die, das sind auch Freaks wie wir oder was weiß ich, aber die sind gerade eben in dieser Prohibitionssituation noch, ja. Und in Colorado gibt es zurzeit Firmen, die ihr Geld gar nicht zur Sparkasse bringen können, sag ich mal, weil die gar nicht so viel von denen nehmen oder was weiß ich, sag ich jetzt mal so, und das Geld gar nicht mehr in die Tresore passt. Ja, so sieht das nämlich zurzeit bei den Leuten aus, die in Colorado Weed verticken. So, die Sparkassen nehmen das Geld von denen nicht, weil die ja schmutzige Drogengelder sind. So, das heißt, du hast Leute, die schleppen ihr Geld nach Hause, mieten sich Wohnungen, tun da das Geld rein und bunkern Geld, sage ich jetzt mal so. Und wenn du 1-2 von diesen Leuten eventuell überzeugen kannst oder da irgendwie idealistische Leute bei sind, die sagen, hey, was weiß ich, oder wenn sie nur diesen Eigennutzen sehen und sagen, hey, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht eine coole Idee in Germany unterstütze, dann kann ich vielleicht irgendwann in 10 Jahren, wenn in Germany auch legalisiert wird, mit meinem Coffeeshop gleich darunter expandieren, weil die meinen Namen schon kennen. So, und wenn man jetzt ein gescheites Briefchen aufsetzt oder was weiß ich und an bestimmte Leute dort weiterleitet, kann ich mir vorstellen, dass man eine Chance hat, irgendwie sowas wie einen Fonds für Patienten ins Leben zu rufen. Ja? Ich habe da auch noch eine Idee, eine ganz lustige, utopische, wie ihr so schön sagt. Und zwar könnte man damit auch von heute auf morgen beginnen. Man nimmt sich einen Laboranten, man nimmt sich Polizeisozialarbeiter und die Asservatenkammer vor, lässt das Marihuana, was ja so sehr gejagt und so viel beschlagnahmt wird, untersuchen, gibt das zu ganz geringen Preisen an die Patienten weiter. Die geringen Preise zahlen den Laboranten, der das testet. Ja. So einfach wäre es, wenn es möglich wäre. Ja, so einfach wäre. Ja. Leider wurde das dann auch gleich wieder kaputt geredet von den Rotary. Das Witzige ist sowieso eigentlich, dass unsere eigenen Länder ja selber eigentlich Cannabis aufbauen für andere Länder, zum Beispiel Österreich. Das ist zum Beispiel auch sehr komisch. Das Mehrsprachige ist leider immer das Problem. Wir brauchen mehr Fachleute oder Leute, die mehrsprachig sprechen. Weil nur solche Leute. Eiern in der Hose. Auch das. Oder es einfach machen. Da haben wir aber, glaube ich, mehr von als die vernünftig kommunizieren können und auch zum Beispiel solche Briefe aufsetzen können, wie von der Lars spricht oder so. Ja. Es wäre eine Menge möglich, wenn jeden Tag E-Mails oder Bittgesuche zu Prominenten oder zu was weiß ich, die uns unterstützen könnten, ja, die auch Krebshilfen und was weiß ich was unterstützen, wenn das einfach mal gemacht würde. Aber viele können gerade mal Facebook bedienen,
geschweige denn einen eigenen Brief schreiben oder so, ja. Und da hapert es einfach in unserer Szene, ja. Und dann kommt das Kiffen noch dazu, da rauchen wir uns erstmal ein. Und dann braucht der Brief schon mal wieder 3 Tage länger, ne? Oh, aber deswegen bin ich ja Polytoxikoman und sag dann erstmal eine Nase Ampel in den Kopf, Alter, und dann schreibst du 5 Briefe an einem Tag und... Ja, gut, die kann aber dann auch keiner lesen. Und direkt bei der nächsten Idee, ne? Ja. Darfst du halt bloß nicht ständig machen, dann leidet natürlich auch der ganze Organismus darunter. Ja, gut, ich hatte auch mal so Zeiten, das muss jeder für sich selber wissen, aber... Ja, ich halte eigentlich nichts von. Das ist so wie mit, weiß ich nicht, mit Bier sich oder mit Korn sich morgens wach machen. Keine Ahnung, dann irgendwas den Tag über und abends dann, so wenn du selbst Doktor bist, die machen das ja auch so, morgens eine Pille zum Wachwerden. Das ist aber was anderes. Also ich abends eine Pille zum Schlafen gehen. Ich glaube nicht und ich meine, weiß nicht, er sitzt ja hier die ganze Zeit so neben mir oder was weiß ich, also bei mir ist es im Prinzip egal. Also das ist mein Energieantrieb hier. So, also ich rauche und habe dadurch meine Energie so. Das war jetzt gerade eher so ein bisschen so ein Witz. Aber Nee. Du, ich habe auch schon so Zeit. Wie gesagt, das ist. Ich habe schon. Ich sage ja, das mit dem Polytoxikoman ist ja noch nicht mal gelogen so. Aber ich bin auch jemand. Ich mache 3 Tage durch. Ohne überhaupt eine Droge zu nehmen oder sonst irgendwas. Ich tanze auch ohne eine Droge. Ja, ich weiß. Du bist, glaube ich, auch, wenn ich jetzt mich richtig... Weißt du, so, ich bin auch jemand, der... Keine Ahnung, wenn hier jemand sitzt und sagt, er will den letzten Kopf rauchen, gebe ich ihm den. So, weißt du, so, ich brauche den nicht. Ich habe schon genug letzte Köpfe gemacht. Okay, du bist auch einer der wenigen, du stehst sehr unter Strom. Da haben wir leider auch nur nicht so viele von, die wirklich so immer am Machen sind und tatkräftig sind mit neuen Ideen. Ich denke mal, einige haben viel zu viele Ideen und andere wissen wieder, möchten wieder helfen und wissen eigentlich gar nicht wie. Und da fehlt, wie ich immer wieder sage, die Solidarität, dass wir mehr zusammen machen, also dass man sich gegenseitig hilft. Ja? So wie jetzt zum Beispiel diese Cannabis-Social-Clubs-Ideen, wo sich die Leute zusammentun. Wie die Leute zusammen anbauen, um sich selbst zu versorgen oder wir versuchen uns ja eh schon zu helfen, wo es geht, ja, ob in Foren, wie auch immer. Und da muss einfach noch viel mehr passieren. Wo ist das Problem? Es sind doch immer die 7 Leute, die man nicht findet, um einen Verein zu machen oder sowas. Weißt du, so, wenn jetzt ein kreativer Kopf bist, dann finde ich jetzt hier noch einen zweiten, aber wo sind die anderen 5? Weißt du, dann fehlen uns schon. Ich glaube, es ist auch ein ganz großes Problem einfach, es gibt einfach mal nur eine Handvoll wirklich Leute, die Aktivisten sind, in dem Sinne. Die meisten Leute, die ich kenne und kiffe, die kann ich nicht mal mehr an der Hand abzählen, aber meinst du, von denen will irgendwer was machen? Die sind froh, wenn sie ihr Zeugs rankriegen, wenn sie sich abends zudröhnen können und gut ist. Genau. Und das ist halt das ist 80% der Leute. Wenn du die mal fragst, warum Gras legalisiert werden soll, da meinen sie nur, ja, damit sie kiffen können. Die kriegen nicht mal einen vernünftigen Satz zustande. Die wissen nicht mal, was in Cannabis überhaupt drin ist, dass das knallt. Die wissen aber nur, wegen solchen Leuten ist es auch illegal. Ja, genau. Und das ist auch das Problem, die haben auch kein Pflichtbewusstsein, weil denen es lieber, wenn es was Schlechteres, dafür nur 5 Euro zahlen, wie wenn es Besseres kriegen, aber 8 Euro zahlen, was rein ist zum Beispiel. Das ist auch ein Problem. Ganz klar. Das liegt ja daran, wir leben in einer Tabugesellschaft, Drogen ist ein Tabuthema, die werden mal einmal kurz andere Themen in der Schule angesprochen und ansonsten schweigen die Eltern auch darüber, weil besser nicht ansprechen das Thema. Und genauso wie es im Gesetz gehandhabt, fasst du das an, sperren wir dich ein oder wie auch immer. Und das bringt unsere Gesellschaft natürlich nicht weiter, logischerweise. Das sehen wir an uns, das sehen wir an den, die Kinder werden immer jünger und das kommt ja nicht durch die Legalisierung, das kommt ja durch die Verbote. Ne? Und das sieht aber die Politik mittlerweile genauso. Also ihr müsst nicht meinen, dass sich da jetzt die ganze Zeit nichts ändert. Schaut mal, was wir schon gemacht haben, wie viel wir schon im Fernsehen sind, in Filmen, wo gekifft wird, Zeitungen schreiben knapp täglich darüber. Ich denke mal, wir haben da alle zusammen oder viele von uns schon 10, 15 Jahre Kraft reingesteckt. Ja. Und da wird auch noch viel mehr passieren, aber wir müssen uns jetzt auch immer mehr trauen. Ja. Ich glaube... Ja.
Problem ist auch gar nicht, dass es ein Tabuthema oder so ist. Ich sehe es, ich habe auch nicht mehr so unbedingt das Gefühl, dass es das Tabuthema ist, weil sowieso schon jeder dritte Jugendliche drüber redet und sowas. Ich habe einfach das Gefühl, die Leute sind zu faul, die haben keinen Bock, sich Arbeit zu machen, weil es einfacher, wenn sie es nicht tun. Ist es weil auch. Also ich war heute mit Kiffy beim 1. Mai zum Beispiel, ne, auf einer Demo zum Beispiel, die gar nichts mit... Lars, der schlimmste Fehler, den du machen kannst. Ich habe schon so Stress mit diesen Kommunisten gehabt wegen Kiffen, Alter. Die wollten mich schon totschlagen, weil ich kiffe. Ohne Drogen. Und mit Drogen kann man keine Revolution machen. Das ist deren Spruch. Halt dich von Kommunisten weg mit dem Thema Cannabis. Ich kenne zwar das Problem bei den Kommunisten ist eben auch, dass da eben viel zu viel kopiert wird und dass der eine dem anderen die Scheiße nachlabert. Und ich sag euch aber, wo alle Parteien Interesse dran haben, auch die Kommunisten. In Sachsen, weißt du denn auch, dass alle Staaten schon pleite sind, auch Europa und Deutschland und so? Und Cannabis ist die Lösung, wie wir auch das Geldproblem bekriegen können. Ja, da kann keiner was gegen haben, der unser Geldsystem retten will. Das ist ja vollkommen logisch, wenn die Welt in Ordnung wäre. Aber solange auf der anderen Seite zum Beispiel, weiß nicht, Waffenhändler stehen, die mit ihren Geldern dafür sorgen, dass die Welt aus den Fugen gerät, machst du auch mit Cannabis die Welt nicht unbedingt besser. Also ja, schlechter ja auch nicht, ne? Schlechter auch nicht, ne, das auf keinen Fall. Aber wir sehen es einfach von Amerika. Du hast es vorhin selber gesagt, die wissen. Sag ich jetzt mal, indem du Cannabis anbaust, so, dann musst du auch dafür sorgen, dass auf der anderen Seite das Bewusstsein besser wird. Also, dass die Leute dann das. Das wird es doch eh, das Bewusstsein, guck mal. Dass die Leute das Cannabis auch rauchen, weißt du so. Weil das Bewusstsein ändert sich ja eh. Daran arbeiten wir die ganze Zeit. Das heißt, das kannst du auch nicht stoppen. Du wirst es auch nicht stoppen können, dass es. In wenigen Jahren legalisiert ist, ja. Wir müssen jetzt nur die richtigen Wege, mehr Leute finden und die richtigen Leute finden, die das Ganze vorantreiben, ja. Ich glaube, dass aber das beste Argument aber zurzeit einfach ist, Cannabis medizinisch einfach, glaube ich, dass einfach irgendwas weiter vorangeht, weil ich zum Allerwichtigsten, genau. Kann das einfach nicht überzeugen, einfach kommt mir vor. Und ich finde auch, der Staat zwingt irgendwie in die Legalität, auch wie es dir Claudia gesagt hat, wenn die Preise her, wie zum Beispiel bei uns mit dem Dronabinol, ist, kannst du sagen, wie ein leichtes Auto groß, würde ich mal beschreiben, zum Beispiel die Wirkung, und das zwingt dich dann auch wieder, wenn du Schmerzen hast, dass du viel nimmst zum Beispiel, kommst du auch viel nicht lang aus, und, oder kaufst da was zum Beispiel auf der Straße, was zum Beispiel nicht so rein ist. Was aber dafür besser hilft. Dann brauchen die Patienten auf jeden Fall schon mal keine Gedanken mehr machen. Machst du eins und links, 1 Million, legst du gut an. Ich sag mal, das Geldthema, das sieht man ja in Amerika. Du hast vorhin selber gesagt, die wissen nicht, wohin mit dem Geld. Also das kann jeder nachvollziehen, da braucht er nur mal ein bisschen rüber gucken. Dann sieht man, wie viel Gelder eigentlich in kürzester Zeit da generiert werden können. Ja? Das heißt, du kannst also jedem an einer Hand vorrechnen, wie schnell du Österreich oder Deutschland sanieren könntest. Nur damit, ja, ohne eine neue Steuer zu nehmen, ohne irgendwas zu machen. Und lass uns einen Brief schreiben. Also ich bin da gerne bei, aber wie gesagt, also jetzt auch von der generellen Sache her, ich habe ja schon gesagt, lass uns fusionieren. Andreas Maurer ist auch gerade hier so. Wie gesagt, er ist auch dabei und er wäre dabei. Es gibt noch 2, 3 andere Projekte, die dabei wären. Und wenn wir schon alle sagen, lass uns das machen und wir sind jetzt zusammen legal, ja, dann kommt schon mal von der Seite Druck, so, weißt du, so dann, ja. Dann kann man auch wirklich dahin gehen. Und natürlich. Das ist doch jetzt mal so. Hast du einen eigenen Webserver? Habt ihr schon mal einen eigenen Webserver mittlerweile? Oder habt ihr Webspace, den ihr irgendwo mietet? Wir haben ganz normal einen Stratus-Server. Ja, okay. Das heißt, also ich würde vorschlagen, ja, dass wir Andreas Maurer generell, sag ich mal, zu unserem neuen Hauptwebmaster machen, sag ich mal, wo er auf Joomla eben ein System aufbaut, also beziehungsweise auf seinem System, was dort vorhanden ist. Aber wir sorgen dafür, weil Andreas hat kein Geld in der Schweiz, der ist
Also wir sorgen dafür, dass wir einen Server in der Schweiz finanzieren. Weil wenn wir einen Server in der Schweiz finanzieren, das ist der erste Schritt meiner Meinung nach, ja, dann haben wir einen Server, wo Legal eben drauf ist, das Legal-Projekt, ja, so. Und es gibt ein neues Template für Joomla Social, also Joom Social, was wir schon nutzen. Das heißt, diese ganze Community, die man auf Hanfkalender hat, dass man sich gegenseitig Briefe schreiben kann und was weiß ich. Dafür gibt es jetzt ein sehr modernes Template, was den großen Vorteil hat, dass es genauso aufgebaut ist wie Facebook. Das heißt, dieser ganze Design von Facebook können wir in grün machen, ja, und die Seite verschnellert sich durch den Aufbau, also dadurch, dass du allein nur eine Leiste oben hast, nicht alles immer ständig neu laden musst bei jedem User und so weiter, ist das Template viel, viel schlanker und wir haben Rucksäcke, die... Lars, ich muss dich kurz unterbrechen. Die Idee ist super. Wir haben auch schon mal kurz darüber gesprochen. Und wir werden damit Sicherheit auch was machen. Sogar wahrscheinlich noch mehr, als du dir vorstellen kannst. Weil wir sind jetzt auch gerade dabei von einem Programmierer. Wir verfassen die ganzen Social Cannabis Club in eine Seite, wo man nur noch die Clubs dann anklicken muss. Ja? So haben wir das hier organisatorisch vor, dass wir dann als Dachverband fungieren. Somit können wir da gut zusammenkommen. Ich denke nur, das passt jetzt nicht in die Sendung und wird für die anderen zu langweilig. Da müssen wir jetzt einfach mal, ich bin jetzt gerade erst aus der Reha, bin noch sehr im Stress jetzt, es ist übermorgen der Hanfahrener Tag, es ist hier gerade noch, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst sein soll. Aber wir reden auf jeden Fall. Nachvollziehen so, weißt du so, aber ich hänge halt so mehr oder weniger seit 3 Wochen so ein bisschen in der Luft deswegen. So, ja, und weiß nicht, wo mache ich jetzt weiter oder wo mache ich weiter, weil und wenn ich jetzt die Zeit verstreiche. Ich hätte einfach noch um 1-2 Tage Geduld, dass wir einfach zu viert oder zu dritt nochmal im Hangout reden können, wie wir da technisch weitermachen mit den Servern und den Seiten. Oh. Ja, weil das ist einfach, da müssen wir echt nochmal 2-3 Stunden plaudern. Ja, nee, das auf jeden Fall, sehr, sehr gerne, auf jeden Fall, das wollte ich ansprechen. Ja. Also nach Sonntag können wir uns gerne abends hinsetzen und plaudern. Ja, also er ist bis Dienstag hier, das heißt, dann hätten wir Montag noch Zeit, um genau. so genau. zu sitzen, sodass es ist halt so schon für uns dann halt praktischer, wenn man so direkt unter 4 Augen noch sitzt oder wie auch immer. Hast du meine Telefonnummer oder dass du mir kurz eine SMS schicken kannst irgendwie? Ich schreibe sie mir nochmal auf, glaube ich. Ich habe sie mal irgendwie aufgeschrieben gehabt, aber ich bin immer so jemand, ich schreibe sie noch einen Zettel, aber dann, ich programmiere sie mir dann ins Handy auf jeden Fall. Ja, es ist 0043. Alle mitschreiben und gleich mal anrufen. Ja, hier die NSA ist auch aufgerufen, hallo. Dann die 0, wenn du in Österreich bist, und ansonsten die 660. Ja. 6588599. Also 0043 6606 588599. Okay, ich habe alles. Damit ich es noch nicht vergesse, ja. Können wir kurz ein Thema noch reinbringen? Vielleicht kurz wegen die Apotheken, wegen die Preise vielleicht nur. Und wegen Deutschland, wegen die Lagerschwierigkeiten auch ein bisschen. Das war das einzige Thema noch. Ja, wir können gerne noch mal kurz rumfragen, was zum Beispiel jetzt. Oder über die Runde, genau, ob irgendwer gefragt hat. Was der Tom zum Beispiel für sein Drohnenbüro bezahlt oder was die Claudia jetzt in Deutschland bezahlt, können wir mal kurz vergleichen. Genau. Ich muss halt noch extra sagen, die Morin Apotheke in Graz, die brauchen noch ein paar Patienten, da war es in Graz in der Steiermark auch billiger, um 130 Euro das kleine Flascherl. Zurzeit ist das nur in Wien in der Weltapotheke, 130 Euro der Preis. Bei wem müssen die sich melden? Bitte? Bei wem können die sich melden? Was meinst du genau? Bei der Apotheke? Du hast ja gerade gesagt, die suchen noch Patienten.
Ja, die Mohrenapotheke in Graz. Ja, und wo müssen die sich melden? Bei der Mohrenapotheke? Einfach bei der Apotheke, genau, okay. Einfach bei der Apotheke melden, einfach wenn es Tronabinol-Patienten sind und in Graz einen Wohnsitz haben und das normalerweise immer von Wien sie schicken lassen, weil das habe ich auch immer gemacht, weil es eben billiger Preis ist, dann können sie direkt zur Mohrenapotheke gehen und da war der Preis auch gleich wie bei der Weltapotheke. Mhm. Weil bei den anderen Apotheken ist das überall teurer, das Tronabinol. Okay. Na, passt. Und was auch noch zum dazu sagen ist, die Krankenkasse, wenn die das genehmigt, die muss nicht den vollen Preis zahlen fürs Tronabinol oder für Sativex. Die haben da was Eigenes, so wie auch erfahren. Also die zahlen jetzt nicht 130 Euro fürs Tronabinol, die zahlen sehr viel weniger für das Tronabinol. Ja. Claudia, wie schaut es bei euch aus mit den Apotheken, mit den Lieferschwierigkeiten? Hat sie jede lagernd oder? Also ich kann ja nur von mir berichten. Bei mir ist das so, ich muss, wenn ich jetzt was aus der Apotheke haben möchte, muss ich dorthin gehen, muss es bestellen und gleich bezahlen. Also 5 Gramm 75 Euro. Und da, das kostet, also jedes Cannabis kostet so viel, egal welche der 4 Sorten man nimmt. Und dann kann ich am nächsten oder übernächsten Tag vorbeikommen, muss dann unterschreiben für die W-Farm, für die Apotheke und bekomme auch ein Quittungsdings für mich, was ich dann im Juni abrechnen muss, beziehungsweise zur B-Farm hinschicken muss, wie mein Verbrauch ist. Aber da man ja illegale Sachen nicht eintragen kann oder darf, ist diese Auswertung vom Cannabis, was man nutzt, eigentlich völlig daneben. Und wenn, dann sollte man schon offen und ehrlich ohne Strafe über seinen Konsum sprechen können, damit die dann halt auch eine echte Liste haben und nicht nur eine Bedrocan oder nur eine Bedio-Liste legal. Und stimmt es, dass es auch ab und zu Lieferschwierigkeiten gibt? Ich hatte sie noch nicht, aber einige Patienten hatten sie auch noch kurz um Weihnachten rum irgendwie und das fand ich sehr, sehr schlimm. Und da ist ja auch der René Pervers noch aufgeflogen mit einer Pflanze bei sich zu Hause und Haschisch und hat trotzdem 10 Monate Haft bekommen. Er geht dann natürlich in Revision, aber ja, das ist, also man geht auch als Patient nicht immer straffrei aus. Wie gesagt, die Patienten sind immer Einzelfälle, sowas gab es halt vorher in Deutschland nicht. Man weiß noch nicht, wie die sich verhalten vor Gericht. Genau, und so, genau. Aber ich denke, mit der Zeit wird das immer mehr Verständnis finden und viele Richter packen sich ja auch an den Kopf und der Kriminologe Böllinger hat ja auch dazu aufgerufen, übertretet Grenzen, wenn du Patient bist, damit es Aufmerksamkeit erreicht, aber leider bleibt es dann halt auch am Patienten hängen. Natürlich, man muss das Risiko immer abwägen, absolut, ja. Was kann im Endeffekt passieren, das ist immer ganz wichtig. Keiner, der noch keine Erfahrung mit Polizei hat, dem rate ich davon ab, ja. Man sollte es nicht, wie sagt man, heraufbeschwören, ja. Man soll das Risiko immer minimieren, aber mit dem, man soll sich das trotzdem mal durchspielen, das Risiko, und schauen, ob man damit leben kann. Und ansonsten muss man sich einen Weg suchen, dass man möglichst angstfrei damit umgehen kann. Ja. Also wenn man sich Pflanzen anbaut zu Hause, sollte man wenigstens beim Arzt gewesen sein und um Cannabis ersucht haben. Wenn dieser Arzt das abgelehnt hat und man kann das belegen, kann man hinterher immer noch rechtfertigen, hey, ich brauche das. Es ist in Deutschland immer noch so verpönt, die Ärzte sind noch nicht bereit. Es ist so schwer, einen Arzt zu finden. Ich habe 1,5 Jahre benötigt, bevor ich meinen Krebsarzt gefunden habe und der gesagt hat, aber natürlich mache ich das. Mhm. Ja, und dem hätte ich ja fast die Füße geküsst. Also mir ist da echt endlich mal einer, der einen nicht stigmatisiert,
der nicht sagt, ey, du sagst Cannabis hilft hier, dann mach mal ein neurologisches Gutachten, zehnmal rückwärts und hilf auf einem Bein, um zu gucken, ob du noch klarkommst und so weiter. Also ich habe da ja die lustigsten Sachen erlebt. Diskriminierung beim medizinischen Dienst, da musste ich hin, da kam ich an eine Substanzfaschistin, die mir dann erzählte, ich wäre nur krank, weil ich Cannabis nutze und ich und Schmerzen, die Schmerzen können ja nicht schlimm genug sein, wenn ich keine Medikamente mehr zu mir nehme, etc. pp. So von wegen, alle Drogisten sollten bis 67 arbeiten, von ihr aus wird es auch keine Rente geben. Ja, ich muss mir da schon Böses gefallen lassen. Das glaube ich dir. Es gibt wirklich ganz komische Leute, die am liebsten noch die Leute ins KZ schicken würden. Und es ist eine Diplomärztin gewesen. Leute. Im klinischen Dienst in Wilmersdorf. Man soll es nicht glauben. Leute, nochmal ganz kurz. Ist schon spät bei mir. Ich muss morgen früher raus als sonst. Ja. Weil wir morgen auf Arbeit ein schön großes Projekt haben, ein paar Server umbasteln bei den Kunden, weil die alle Brückentag machen. Ich verabschiede mich erstmal, ich gehe schlafen. Dude, schön, dass du dabei warst. Bis dann. Schlafen, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und liege leise. Bis morgen. Ciao, ciao, danke. Ja, Tom, was bezahlst du jetzt gerade für dein Dronabinol und gibt es da Engpässe? Das Dronabinol zahle ich momentan das nicht, weil das übernimmt komplett die Krankenkasse. Mhm. Außer ich brauche was von Weizmarkt, das muss man nicht übersehen. Mhm. Aber ja, Engpässe gibt es leider immer wieder bei uns. Ich muss, wann ich sehe, es geht noch. Geht zum Ende zu. Mindestens zwei Wochen vorher muss ich bestellen, dass ich es sicher kriege. Und wie viel Stück kriegst du im Monat? Das ist nicht so, dass wir es immer haben. Aber. Und ja. Tom, wie viel Stück kriegst du jedes Monat immer? Wie viel kriegst du bezahlt? Ja, es sind alle 5 Wochen, 6 Wochen, dann 100 Stück. Okay. Und du bezahlst wie viel für? Bitte? Achso, gar nichts, aber was bezahlt, ja. Wie viel hast du am Anfang bezahlt? Oder was würdest du bezahlen? Bitte? Wie viel würdest du dafür bezahlen, Tom? Was ich weiß, jetzt und dann ein paar Decken kostet die 100er Bocken um die 400 Euro. Puh. Mhm. Mhm. Was die Kapseln sind. Die Flaschen. Ja, also wir haben jetzt in. Die Flaschen kosten wieder auch so um die 140, nehme ich mal an. Ne? Ja, den mehr, glaube ich. Die 190, 200 Euro. Ja, die mehr Milligramm, Mario. Jetzt glaube ich 5 Milligramm, oder Tom? Kriegst du 5 Milligramm, oder? Ja, ich habe auch so die ziemlich höchste. Ja. Ja, es gibt sogar 10 Milligramm und man kann sogar mit einer Apotheke reden, dass man vielleicht sogar nur 10 Stück 10 Milligramm kriegt. Das wird dann ein bisschen billiger vom Preis. Kostet auch 130, 140 Euro, aber wirkt auf jeden Fall halt besser. Mhm. Ja. Sativ-Wechsel hat von euch noch keiner probiert? Na, nur ich habe mit schon ein paar Leute geredet und dass ziemlich schnell der Verbrauch ziemlich hoch ist und dass man sich ziemlich schnell daran gewöhnt. Und ich glaube, Mario, du hast mal was berichtet, dass der Alkohol ziemlich ätzend ist. Ja, also es schmeckt wirklich nicht gut. Wie so richtig, wie Claudia schon sagte, bittere Medizin. Teuer ist es auch noch, da kosten 3 so kleine Ampullen 700 oder 800 Euro, also das ist der Wahnsinn. Ja. Und da kommt ein Patient, so wie der Willi zum Beispiel, der war früher auf Morphium gesetzt,
Und der braucht so zwei Packungen davon, das heißt, das sind 1600 Euro im Monat. Und dann hätte er aber wahrscheinlich den Rachen oder irgendwas im Arsch, ja. Weil wenn du es dann so oft anwendest, dann wirkt das wieder ätzend hinten im Rachenraum. Oder du musst es dann auch wieder verdünnen, irgendwie mit Wasser oder keine Ahnung. Ne? Ich sag mal, selbst wenn es so an sich gut wirkt, sag ich mal, du merkst direkt, wie es die Muskeln entspannt und dass es auch wirkt. Aber es wird einfach zu mal wieder pharmahorrenden Preisen da auf den Markt geworfen. Das ist einfach unschön, wie die Leute da ausgezogen werden und wie eigentlich mit Leuten, die Schmerzen haben, Geld verdient wird, ja, oder versucht wird, ja. Bloß nicht die Pflanze zulassen, sondern wenn, dann erfinden wir jetzt noch schnell die Cannabispille oder so und patentieren die und verbieten die Kräuter trotzdem so ungefähr, ja. Nur darum geht's ja, es geht nur um Gelder. Ja. Sonst wäre das Zeug ja schon lange legalisiert. Ja, angeblich heißt es, jetzt wird es billiger dieses Jahr oder nächstes Jahr, weil es die Forschungskosten herinnen haben vom Sativex. Ja. Aber. Ja, natürlich. Und im Sativex ist halt noch CBD enthalten und ist halt von der Pflanze extrem. Es ist doch trotzdem ein Wahnsinn. Warum wollen sie denn sowas Teures? Warum soll denn. Jetzt erklär doch mal einem kranken Menschen, warum der 1600 Euro im Monat für ein Medikament, was irgendwo mit, wo die Abwässer für verseucht werden, zahlen soll, obwohl er sich das mit seinen vier Pflanzen, die er auf dem Balkon hat oder im Zelt, auch selber machen kann oder viel bessere Sachen machen kann. Ja, das habe ich gemeint. Da zwingt die der Staat in die Illegalität quasi. Ja, und das kann alles nicht menschlich und gesetzlich sein. Und dagegen können wir uns nur in der Masse wehren, denke ich mal. Solange, ich meine, es arbeiten ja eh Parteien daran, es arbeiten Verbände daran. Die machen diese politische Arbeit, ja. Da wird sehr viel schon gemacht, denke ich mal. Wir sind eher die Aktivisten, denke ich mal, und die Patienten und die was weiß ich was, ja. Und wenn die sich jetzt auch noch ein bisschen mehr zusammenfinden und vielleicht noch ein bisschen besser zusammen agieren, absprechen, sich anschließen bei anderen wieder, denke ich mal, dann machen wir es nur schneller. Also kommen tut sowieso, aber wir können das Ganze noch ein bisschen antreiben, ja, weil die richtige Zeit ist jetzt, das ist uns allen klar, ja. Und jetzt müssen wir uns trauen, wie die das in Amerika, wie die das woanders auch gemacht haben. Da gehören ein paar Leute dazu mit Eiern, das ist halt so. Wir haben jetzt einige gefunden, wir hatten jetzt zwei Treffs für die Cannabis Social Clubs. Es waren beides mal über 20 Leute da. Es wurde sehr schnell organisiert und gemacht und jetzt müssen wir zusehen, dass wir das weiterkriegen. Und so könnte das in Deutschland auch laufen oder läuft es ja auch teilweise, ja. Nur dann löst es sich immer wieder auf. Das heißt, da fehlt noch viel Struktur und viele Leute, die sich zusammenfinden, clevere Leute, die sich zusammenfinden. Wie der Lars schon sagt, der kommt da vielleicht mit zwei Leuten zusammen und dann hört es auf. Nee, ich habe letztes Mal einen Bericht gesehen in Spanien, eben Cannabis Social Clubs, und die waren auch zuerst nur fünf Leute und die haben das einfach gemacht, eben quasi, und das wird einfach quasi geduldet und jetzt sind es 500 Mitglieder. Ja, natürlich, das geht ruckzuck. Guckt in Belgien an oder selbst Frankreich, wo jetzt der eine da seine Ausnahmegenehmigung bekommen hat. Es geht, ja. Du musst es teilweise machen, richtig machen. Ich denke mal, wir haben jetzt hier eine ganz gute Schiene gefunden, so wie wir es machen wollen. Wir machen das jetzt einfach, ja. Schritt für Schritt zwar, wir machen auch nicht sofort jetzt, wir fangen jetzt auch nicht an, wir machen sozusagen medizinische Cannabis-Social Clubs, es geht halt nur dieses Schritt für Schritt Politik. Wir machen das ganz normal mit Ausnahmeanträgen, mit allem drum und dran, alles was irgendwie geht, ja. Mit unserer eigenen Studie, wir verbinden das mit den ganzen Leuten, die eh dafür kämpfen und das Restrisiko bleibt natürlich, ja. Können wir nichts dran ändern. Aber ich denke mal, wir haben eine ganz gute Strategie und das kann überall so laufen. Sieht man ja. Und das läuft überall so, ja.
Da müssen nur die richtigen Leute dran, die zusammenarbeiten und die sich auch trauen. Und die anderen müssen nur dahinter stehen und ihr Wissen und Arrangement dann auch geben. Ja. Und ich denke mal, die gibt es in Deutschland sowieso. Ob das jetzt Steffen Geier ist oder viele andere, die dann wieder dahinter stehen, ja. Die Rückendeckung ist ja eigentlich da. Ja. Hat jemand einen Bogen oder so? ja, es ist jetzt auch schon. Es ist jetzt 23 Uhr, obwohl ich zu spät gekommen bin. Ziemlich lange. Wir haben zwar, keine Ahnung, gleichbleibende Zuschauerzahl, glaube ich. Es gucken sich aber noch Tausende das in Zukunft an. Und ich weiß nicht, wollen wir jetzt noch eine kleine freie Themenrunde machen, dass jeder noch so mal sagt, was er auf dem Herzen hat oder was er gerne für die Zukunft ändern möchte? Oder Verbesserungsvorschläge. Ja. Fangen wir doch mal mit dem Ace an. Der ist da hinten immer nur in der Ecke und der sagt die ganze Zeit nämlich nichts. Ace, bist du da? Okay, der ist wohl nicht da, der hört Musik. Was ist mit dem Alexander? Mikrofon an. Der hat kein Mikrofon, bei ihm funktioniert das Mikrofon leider nicht, hat nur Kamera. Okay. Ja, Claudia, willst du noch irgendwas loswerden oder was Bestimmtes sagen? Ja, also ich möchte erstmal hoffen, dass wir schnell mit dem medizinischen Problem oder der Lösung der medizinischen Probleme vorankommen. Ferner möchte ich aufrufen, zum GMN zu gehen, egal in welcher Stadt, am 3.5. und am 10.5. gibt es in Berlin den GMN. Da treffen wir uns um 14 Uhr an der Hasenheide in Berlin und laufen dann durch die Stadt. Die Abschlusskundgebung wird stattfinden im Görlitzer Park. Ich glaube, 16.30 Uhr war das angesetzt. Ich hoffe, ihr kommt zahlreich. Malt euch an, malt euch bunt, bringt gute Laune mit. Denkt daran, keine Glasflaschen mitzunehmen und keine Wurfgeschosse. Ansonsten habt Spaß. Alles für die Legalisierung. Tschakka. Ja. Einen habe ich noch. Ich wollte noch auf ein ganz tolles Magazin hinweisen. Und zwar die Medijuana. Die gibt es gratis. Medijuana ist auch auf Facebook zu finden. Das ist ein Magazin über Cannabis. Es sind ganz tolle Artikel drin. Und wie gesagt, es ist gratis. Die sollten gefördert werden, weil es ein tolles Magazin ist. Und ihr könnt euch da auch bestimmt welche bestellen. Ihr müsst sie nur anschreiben. Es sind ganz, ganz liebe Leute. Dankeschön. Danke, Claudia. Dennis, magst du noch was sagen? Ja, also ich kann mich im Großen und Ganzen Claudia anschließen. Geht zum GMM am Samstag. Geht zum GMM in eurer Nähe. Geht zum GMM in Hannover. 14 Uhr, Opernplatz geht das bei uns los. Ja. Keine Glasflaschen. Ganz wichtig. Naja, gerade bei uns. Ja, super. Danke. Lars, möchtest du auch noch was sagen? Ja, auf jeden. Was ich sagen wollte ist, wie sieht das mit diesen Forderungen von den Cannabis-Patienten aus? Wäre es nicht sinnvoll, da jetzt vielleicht noch vor der Hanfparade eventuell das nochmal so ein bisschen abzudaten? So zum Beispiel, dass man spezieller, also es ist klar, dass 4 Sorten zum Beispiel zu wenig sind, ne? Dass man speziell zum Beispiel das stärker thematisiert irgendwie. Also dass man
was weiß ich, also ich meine, vier Sorten gibt es ja immerhin schon. Oder wenn es eine Sorte geben müsste, welche Sorte fehlt da am ehesten? Ich meine, es ist ja nicht gerade viel, vier Sorten. Ne? Die Finanzierung fehlt. Die Sorten sind okay. Aber ich sage jetzt mal, mit diesen vier Sorten ist ja wahrscheinlich nicht jeder Patient ausreichend versorgt. Der eine wünscht sich wahrscheinlich ein Medikament, was einen höheren Anteil mit einem anderen Wirkstoff hat. Und das ist ja eben die Sache, ne? Es ist super abgemischt, es gibt vier verschiedene Sorten mit verschiedenen Potenzen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es halt kein 13- oder 14-prozentiges gibt mit 6% oder 8% CBD. Aber da müssen die erstmal noch ein bisschen forschen, denke ich, bevor. Dann das gibt es ja alles, die wollen es halt noch nicht anwenden. Ich denke mal. Es gibt so viele Tausende von Sorten und Genetiken und Unterschieden. Ich denke mal, die haben nur Angst, dass sie nicht nachkommen. Ich denke mal, die Undergrounder, die wissen schon mehr, als die gerne erforschen möchten. Lars, ich habe die Frage gar nicht richtig verstanden. Dass du einfach mir oder an wen war die gestellt eigentlich? Ja, nein, so insgesamt, so dass man sich vielleicht irgendwie bis zur nächsten Sendung oder was weiß ich irgendwie vielleicht mal Gedanken macht, ob man nicht, wie gesagt, ich bin ja noch kein Patient oder sonst irgendwas und habe da auch von der Materie nicht viel zu tun, solange ich Sport- und Pfannkiffer bin und bin eigentlich so wahrscheinlich schon mehr versorgt als manche Patienten. Ja? Und ich sag mal einfach so, aber für die Patienten ist es ja vielleicht wichtig, irgendwie, weiß nicht, gemeinschaftliche Forderungen zu haben. So. Also ich habe zum Beispiel diese Idee, die ich jetzt habe, das mache ich wirklich, dass ich da irgendwie einen Text schreibe, sag ich mal, wenn ich wiederkomme vom GMM und den dann irgendwie ins Englische übersetze, um dann da irgendwie ein paar Leuten zu fragen, hey, habt ihr keinen Bock, irgendwie hier vielleicht sowas wie so einen Fonds, den deutsch-amerikanischen Patientenfonds zu ermöglichen oder sowas, weißt du so? Das ist für die deutsch-amerikanische Freundschaft gut und dann vielleicht auch für die... Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass wir möglichst bald eine nächste Sendung einfach machen mit dem Thema Aktionen, Projekte oder wie auch immer so mit dem Thema, dass wir da neue Ideen aufnehmen oder zusammen besprechen, was kann man machen, was ist Unfug, wie oder was ich meine. Ich denke, das kann eine ganze Sendung in Anspruch nehmen, sowas, ja, oder ja, warum nicht? Ja, aber wenn man auch solche Ideen, zum Beispiel Safe, die Mutti vorhin gesagt hat, mit der Asservatenkammer und was weiß ich, also ich finde die Idee genial, ne? Und ich meine, das sind einfach Ressourcen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns nicht mehr damit abfinden dürfen, dass irgendwelche Leute sagen, das ist aber so. Ja, die Umwelt wird aber verschmutzt, das wird dahin gekippt, das ist aber so. Nee, wir müssen das ändern so und es darf nicht mehr so sein. Ja, aber bei den Sorten, Lars, ist das Problem einfach, es hilft nichts, wenn es 100 Sorten gibt, wenn es nicht leistbar ist einfach. Wie die Claudia gesagt hat, sie kann sich selber nicht leisten, kann es 400 Sorten geben, du kannst es dir nicht leisten einfach, die 5 Gramm, weil es einfach zu teuer sind. Das ist das ganze Problem. Ja, deswegen bin ich ja zusätzlich noch für das bedingungslose Grundeinkommen und sage, das ist alles eine Sache, die alles miteinander verknüpft im Prinzip, weil wenn wir keine Kohle haben, uns frei zu bewegen oder zu demonstrieren oder was weiß ich, dann... Wenn das jeder im Garten wie Tomaten anbauen dürfte, wäre es ja überhaupt kein Problem, dann würde es auch gar nicht so teuer sein. Das ist ja nur so teuer, weil es verboten ist. Die Mafia macht ja damit das Geld. Tom, möchtest du auch noch irgendwas sagen? Ja, ich bin eigentlich in Österreich gerade da viel mehr gemacht. Und bei uns ist das Bewusstsein der Bevölkerung schon wieder Druck, dass das eigentlich keine Droge oder Ding ist, sondern dass das eigentlich Medizin, dass wir das manche Patienten brauchen. Das ist bei uns in der Bevölkerung schon wieder ziemlich gebürgert. Und ja, es gehört halt
viel mehr gemacht in der Politik und dass das einmal legalisiert werden geht, dass man sich selber, wie es in Tschechien schon ist, dass sie das für den Eigenbedarf selber ein paar Pflanzen anbauen darf. Medizinischen Gründen. Mhm. Absolut. Ja, Don, möchtest du auch noch so allgemein jetzt nochmal was sagen, oder? Ja, ich bedanke mich mal in der ganzen Runde überhaupt und es tut mir leid, dass ich am Anfang ein paar Probleme gegeben hat. Und ich möchte halt euch einfach bitten, wenn ihr euch einfach einen Verein anschließen würdet, in eurer Nähe oder auf einen Hanfwandertag, egal wo, in Wien kommen wird jetzt am Samstag oder in Deutschland ein und einfach ein bisschen aktiver wird und ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leistet, auch in der Familie, überhaupt, auch wenn sie ältere Menschen im Krankenhaus trifft, die was schwer krank sind, einfach hingehen, aussprechen drauf und das ist eigentlich meine Botschaft. Ja, ich denke mal, du hast das ganz gut gemacht, das war deine erste Sendung eigentlich, du hast die angefangen, ich habe mich auch noch verspätet. Super gemacht, danke an den Andreas, dass der da auch geholfen hat und ein bisschen da mal wieder eingeschult hat und so. Ich möchte mich nochmal bedanken, ja danke. Danke an die Claudia und an die anderen Gäste, dass ihr die Sendung hier so unterstützt habt und interessant gemacht habt. Es sollten alle, die jetzt noch zuschauen oder das jetzt die Tage noch gucken, am Samstag, der 3. Mai, ist in über, ich weiß gar nicht, wie viele Städten, wenn das jetzt einfach nicht auswendig weiß, in Deutschland, ich glaube 16, oder? 16, ja. 15, es ist 16, irgendwie, es war auf jeden Fall eine heftige Menge. Der Wahnsinn, ja. Bei uns wird in Wien der Hanfwandertag stattfinden. In Salzburg haben wir jetzt auch noch schnell was auf die Beine gestellt, also auch da könnt ihr hinfahren. Ja, es geht richtig weit ab und man merkt, es wird immer mehr und wir müssen einfach immer mehr tun. Und ja, danke auch an Lars und so. Wir werden auf jeden Fall jetzt die Tage noch quatschen, wir werden auf jeden Fall mehr zusammen machen. Da muss jetzt noch viel mehr passieren mit dem Hanfkalender, mit unserer Community, mit dem Netzwerk. Das ist einfach alles jetzt ganz wichtig. Jeder muss dafür sorgen, dass er vielleicht Leute in seiner Nähe anspricht, die was können, ob die sich nicht auch mal ein bisschen für uns stark machen wollen, auch wenn sie selber gar nicht rauchen. Es geht einfach um Menschen, es geht um Patienten, es geht um Schmerzen und die haben halt nicht so viel Zeit, um auf die Legalisierung zu warten und deshalb müssen wir selber mehr dafür tun. Ja. In den folgenden Sendungen können wir gerne mal über neue Projekte sprechen, wie die besser gehandhabt werden können oder was man tun sollte, neue Vorschläge, neue Ideen. Und ich würde sagen, für heute ist mal gut gewesen. Danke, Don, dass du das hier so gut hingekriegt hast und das aufgebaut hast und die Veranstaltung praktisch geplant hast. Ja, und alle anderen, die zugeschaut haben, natürlich auch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Teilt nochmal schön, damit auch alle schön nochmal sehen, worüber wir geredet haben. Und ja, allen anderen schönen Abend. Wir sehen uns am 3. Mai. Leute, am 3. Mai. Tolle Sendung. Also für mich persönlich, und ich bin jetzt seit 2 Jahren jeden Mittwoch 3-4 Stunden online, für mich persönlich der internationalste Hangout heute. Absolut. Also ich fand es super toll, dass die Sendung hier überhaupt stattgefunden hat, gerade um das wichtige Thema Cannabis und Medizin, weil da halt viele nicht so einen Plan haben. Ich hätte mir mehr Fragen erwünscht. Aber ich möchte mich an den jungen Papa nochmal wenden und ich möchte gerne, dass du das Mandelauge grüßt und die Kleine von mir knuddelst. Kikis Schwester. Wir werden aber auch nochmal eine kleine, ein Teil 2 natürlich machen, Cannabis als Medizin, wo wir auch nochmal den Willi zu einladen und vielleicht nochmal ein paar andere Leute und vielleicht auch nochmal die Claudia. Wer dann auch viel dazu immer wieder sagen kann, ja. Wir schließen mal jetzt für die Öffentlichkeit ab, würde ich sagen. Und wir können ja dann eh noch ein bisschen weiter quatschen, aber
dass die Leute mal wissen, so jetzt ist die Sendung zu Ende, 3 Stunden, das reicht. Die Leute können nicht mehr, die sind kaputt. Geht jetzt schlafen, Leute. Samstag müsst ihr ausgeschlafen sein. 3. Mai, Hampfernertag. Bis dann. Ciao. Ja. Ja.